Hi, meine Süßen. Ich bin Cindy Rapomi. Und falls ihr irgendwie neugierig seid, was wir in so einem Live-Backkurs machen, heute haben wir Shortbread gemacht. Wir haben Blueberry Pancakes gemacht. Wir haben Sauerteig thematisiert und wir haben ein Babke im Ofen. Es macht so einen Spaß. Ich freue mich total auf euch. Guten Morgen, wir sind live. Guten Morgen, meine Lieben. Draußen regnet es, drinnen geht die Sonne auf und wir backen heute Babke. Wir backen heute Cashew Shortbreads und ich habe ein Überraschungsrezept für euch, was ich euch zeige, wo ihr dann nachher, wenn ihr das selber machen wollt, einen Link bekommt und ja, meine erste Frage ist, erstens, wie geht's euch? Ich freue mich, dass ihr da seid. Wie ist der Ton? Weil das können wir nicht proben, das können wir nicht üben. Deshalb frage ich von vornherein, hört ihr mich? Ist alles in Ordnung? Daumen hoch, sehr gut. Daumen hoch, sehr gut. So, wie immer, wir müssen am Anfang ein bisschen zügig arbeiten, weil es ist ein Hefeteig. Und in diesem Fall der Babke-Teig, das ist fast wie ein Brioche-Teig. Ich würde noch warten, bis ein paar Leute kommen. Es sind noch nicht alle da. Oh, jetzt genau. Ja. Ich fühle mich immer wie ein Rennpferd am Start. Ich will unbedingt loslegen, weil ich unbedingt euch alles erklären möchte. Und weil einfach der Hefeteig, der braucht Zeit zum Gehen. Und der geht zweimal dieses Mal. Eigentlich hat man festgestellt, dass es meistens besser ist für den Teig, wenn der zweimal gehen kann. Weil wenn der Teig geht, da entwickelt sich Geschmack, da entwickelt sich auch Textur und da müssen wir aufpassen, dass wir den Teig nicht hetzen. Cynthia, ich habe eine erste Frage. Ja. KS sind die Initialen, fragt, ich habe leider kein Reismehl bekommen. Was kann ich alternativ nehmen? Maismehl ist die Frage. Das ist eine gute Frage. So, man kann, wenn man kein Reismehl bekommt, mir ist es bewusst letztendlich, dass nicht alle Leute Reismehl bekommen. Ihr könntet, ich habe ein paar Alternativen hier, ihr könntet Maismehl nehmen. Also das ist nicht Polenta. Polenta ist Maisgrieß. Das ist Maismehl. Das ist auch ein bisschen, körnig. Kleines bisschen sandig. Ihr könntet Maisstärke nehmen. Ihr könntet auch Hafermehl nehmen. Also Hafermehl ist ganz fein zermahlene Haferflocken. Aber es ist wichtig, dass ihr irgendwie einen Anteil an Mehl, was kein Gluten drin hat. Also da ist in dem Fall dann einfach zu sagen, ich habe kein anderes Mehl bekommen, ich nehme einfach Weizenmehl. Ich meine, irgendwas wird, wenn ihr das backt, aber es wird nicht diese Möbel, diese so leicht sandige Textur haben, wie ein Shortbread. Ja, das sind eure Alternativen. Maismehl, Maisstärke, Reisstärke, aber wenn ihr das nicht bekommen habt, Haferflockenmehl. Und was könnte man auch nehmen? Ah, man kann auch ganz feine Semolina-Grieß. Ich weiß, dass das glutenhaltig ist, aber dieser Grieß, wir wollen einfach diese sandige Textur. Also daher, das sind die Alternativen. Eigentlich hätte ich die auch im Rezept schreiben können. Ich habe aber nicht bewusst wahrgenommen, dass das so schwierig ist zu bekommen. Aber das sind die Alternativen. Sehr gut. Cynthia, ich denke, wir sind noch nicht ganz vollzählig, aber es ist schon 4 Minuten nach, ich würde fast sagen. Gut, dann legen wir los. Ja. So, wir fangen als erstes mit der Milch an. Die Milch, die müssen wir 100 Milliliter aufkochen. Ich sage euch, warum.
Wenn wir kochen, die Milch nicht auf. Nicht, weil wir nicht Besseres zu tun haben. Oder auch nicht, beziehungsweise so. Ich habe immer gedacht, wenn ich so Rezepte von meinen Großeltern, meiner Großmutter, Urgroßmutter gelesen habe, wo sie die Milch aufgekocht haben, ich habe immer gedacht, wow, ist das irgendwie, um Bakterien abzutöten? Und dann habe ich danach geforscht. Und dann habe ich gelesen, dass es da mit einem bestimmten Enzym zusammenhängt. Und diese Enzym in Milch, die verhindert, dass der Teig richtig aufgeht. Und wenn wir die Milch aufkochen, dann töten wir diese Enzym ab. Deshalb machen wir das. Und das ist auch ein Schritt, den man nicht unbedingt überspringen soll. Also bitte, wir müssen die Milch aufkochen, dann müssen wir die Milch abkühlen. Weil wenn wir ganz heiße Milch zu der Hefe tun, dann sagt Hefe, ich bin tot, ich kann nicht mehr. Mir ist es zu heiß. Also wir müssen gucken, dass wir das aufkochen und dann abkühlen. Bei mir kocht es fast langsam. Ich habe eigentlich dieses Messbecher hier gehabt für die Milch. Aber wisst ihr was? Ich nehme lieber einen anderen Messbecher, weil wenn wir die heiße Milch in so ein Glas tun, dieser Glas, die behält die Hitze. Und das wollen wir nicht. Wir wollen, dass das abkühlt. Deshalb tue ich das lieber in dieser anderen Messbecher aus Plastik. Okay, das kocht. Wunderbar. Und jetzt, pass auf. Okay. Dann lasse ich das erstmal abkühlen. So. Und jetzt fangen wir an. Jetzt habe ich hier ein 5/50er Mehl. Ein 5/50er Mehl ist eine Art Brotmehl und das hat noch mehr Gluten als in 405er Mehl. Und der Grund, weshalb wir das gerne möchten, ist, dass, ihr müsst euch vorstellen, also Gluten ist ein Eiweiß. Und das sind wie, das gibt dann dem Brot eine bestimmte Struktur. Und deshalb mit dem Brot mit viel Butter und Eigelb und Ei und Zucker, der Teig braucht ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Gluten, damit sich das auch mit einer schönen Struktur sich entwickeln kann. Ja, Esme? Cynthia, ich habe eine kurze Frage. Und zwar, Caro fragt, geht auch Dinkelmehl 630? Müsst ihr auch gucken. Ich weiß nicht, was das Glutengehalt ist. Ich meine, dass ein Dinkel 630 ist wie ein 405er. Müsst ihr probieren. Das wird gehen. Müsst ihr probieren. So, und dann habe ich hier wunderschöne Rohrzucker. Und ich werde Zucker mit euch ein bisschen thematisieren. Also das ist ein wunderschöner Rohrzucker. Ihr könntet auch eine ganz normale Zuckerraffinade. Wir nehmen Zucker, weil Zucker mehrere Funktionen im Teig hat. Es sorgt nicht nur für Geschmack und es unterstützt auch den Geschmack von den anderen Zutaten. Und auch nicht nur das Hefe, auch die den Zucker wirklich sehr mag. Aber das sorgt einfach auch für Textur und auch für eine schöne Bräunung. Also das dürfen wir nicht ersetzen und vor allem nicht reduzieren. Und dann habe ich einfach Trockenhefe. Und dann kommt nochmal ein 3/4 Teelöffel Salz. Salz ist auch total wichtig für das Gebäck, weil das verleiht auch Geschmack. Und es bremst die Hefe auch ein bisschen. Und das ist insofern ganz gut, weil wir wollen, dass die Hefe langsam geht und Geschmack und Textur auch für das Brot entwickelt. Jetzt haben wir unsere trockenen Zutaten. Und wie ihr merkt, sobald ich irgendwas benutzt habe, ich tue das gleich weg. Weil ich will nicht gestört werden von Sachen, die hier schon drin sind. So, und jetzt haben wir die Eier. Das sind in der Tat die Eier von meinen Hühnern. Das ist von Carrie, wie ihr seht, Carrie legt ganz große Eier. Das ist von Gigi. Gigi's Eier sind ein bisschen kleiner. Ich muss euch das einfach mal zeigen. Und dann haben wir zwei Hühner aus, das ist so eine malaysische
Sorte. Guck mal, wie klein die Eier sind. Die sind so süß. Also ich brauche regelrecht 3 von denen, um einfach, okay, Gigi's Ei ist nicht so groß, aber um einfach mal ein richtiges Ei zu machen, wie bei Carrie. Und was schreibst du immer drauf? Das Datum. Ja. Wir müssen das Datum aufschreiben, weil wir gemerkt haben, weil wenn die jeden Tag 4 Eier legen, irgendwann mal kommen wir einfach durcheinander. So, das ist ein kühles Ei. Ich werde es einfach mal gleich hier reinknacken. Das heißt, wir teilen unsere Zutaten auf zwischen flüssige Zutaten und trockene Zutaten. Das sind die flüssige Zutaten. Und dann dieses Ei. Hier brauche ich nur das Eiweiß und das Eigelb. Das sind ganz, ganz, ganz frische Eier. Weil wenn das Eiweiß besonders dickflüssig ist, das ist ein Zeichen dafür, dass es sehr frisch ist. So, und jetzt das kleine Eichen tun wir hier. Okay, jetzt haben wir Milch, Ei, Eigelb. Das Eiweiß brauchen wir noch nicht. So, und jetzt haben wir weiche Butter. Die weiche Butter tun wir einfach mal gleich hier rein. Ich glaube, alle sind höchst konzentriert. Es gibt keine Nachricht im Chat. Also wichtig ist auch, wie gesagt, ist immer auch die Temperatur von den verschiedenen Zutaten. Das ist ganz wichtig. Und jetzt haben wir die Milch. Die ist noch recht warm. Wir gucken einfach mal, wie sich das anfühlt. Oh, das fühlt sich gut an. Da manchmal ist es auch ganz gut, ein kaltes Ei da einzuschlagen, um die Milch etwas kühler zu machen. Und dann machen wir so. Jetzt kommt alles hier rein. Ich liebe, liebe Hefeteig. Und jetzt, ich werde meinen Teig mit einer KitchenAid jetzt 4-mal kneten lassen. Und wenn ich das mache, manchmal ist das irgendwie super laut. Ah, wir brauchen Vanille. Okay, so, jetzt. Viele Leute kennen das, manche Leute kennen das nicht. Ich zeige euch das erstmal. Das ist hausgemachte Vanilleextrakt. Das ist richtig, ich nehme Wodka und ich nehme ganz viele Vanilleschoten. Und ich lasse das einfach mal hier ziehen. Und mit der Zeit entwickelt sich ein wunderbarer Vanillegeschmack. Ich wünschte, ihr könntet das auch mal hinkriegen. Das ist ganz toll. So, das ist eine Möglichkeit. Es gibt andere Möglichkeiten für Vanille. Das werde ich euch mal zeigen. Aber erstmal will ich, dass das jetzt so langsam kneten lassen. So, ich tue erstmal 2 Teelöffel Vanille extra. Einfach mal hier rein. Und jetzt lasse ich das mal kneten für 4 Minuten. Und wenn es nicht zu laut ist, zeige ich euch gleichzeitig die verschiedenen anderen Vanillemöglichkeiten, die wir haben. Okay. Könnt ihr mich hören? Ja. Genau. Anne fragt auch schon, wie viel Wodka auf wie viele Vanilleschoten? Ehrlich gesagt, es ist ziemlich egal. Ich zeige euch mal, dass das geht, ja. Also ich habe wirklich viel, weil ich sehr viel benutzen muss. So. Ja, ich meine ganz ehrlich, ich knall die da einfach mal rein. Und ich kippe auch Wodka immer nach. Das heißt, man sieht von der Farbe, die sind alle relativ jung. Jetzt, oh, das ist ganz toll. Das hat eine ganz tolle Farbe jetzt. Man sieht einfach von der Farbe. Also, ich meine, Vanilleschoten sind teuer. Das sind sie auf jeden Fall. Und da müsst ihr einfach mal gucken, dass ihr, weißt du, wenn ich hier nur eine Vanilleschote reinmache mit dem Wodka, dann dauert das ewig und einen Tag. Also da würde ich schon mal auf ein 3/4 Liter, keine Ahnung, bestimmt 3 oder 4, nicht auskratzen, das alles nicht machen. Einfach mal reinknallen,
ab und zu halt schütteln. Und dann irgendwann mal habt ihr einen ganz tollen Lebenszeit. Und, aber wenn ihr sagt, ich will kein Alkohol benutzen, dann könnt ihr das machen. Das ist Glycerin. Also Glycerin ist so ein Lebensmittel, eine Substanz, das ist ein Träger für Vanilleextrakt. Und da habe ich hier drin, ich glaube, das ist nur 3 oder 4 Vanilleschoten, die habe ich aber geschnitten, damit sie einfach auf jeden Fall bedeckt sind. Aber das ist jetzt, um ganz ehrlich zu sein, das ist einige Jahre alt. Also das habe ich für irgendwelches Buch gemacht. Ich meine, das ist bestimmt 2 Jahre alt. Also mit Glycerin dauert das länger. Und als Letzte könntet ihr, wo habe ich das? Ah ja. Man kann auch Vanillesalz machen. Vanillesalz ist einfach Meeressalz, das ich dann zermahlen habe, mit Vanilleschoten. Sieht wirklich sandig aus. Und das ist ganz toll. Und das ist vor allem ganz toll. Ah, das ist das toll. Es ist ganz toll, wenn man bestimmte Rezepte hat, wo man nicht noch mehr Flüssigkeit dazu geben möchte. Da ist Vanillesalz optimal. Und da könnt ihr einfach mal, also da müsst ihr das einfach mal überlegen, wie intensiv das sein soll. Aber da würde ich, ich habe so eine Mühe. Also ehrlich gesagt, das ist kein so ein präzises Rezept. Also man tut einfach den groben Meeressalz, so wie hier, so eine grobe Meeressalz, jetzt in die Mühle. Und dann ist es wirklich nur eine Vanilleschote und man zermalt das. Stimmt, ich habe eine Frage, beziehungsweise Marina hat eine Frage. Könnte man, oder wie viel gemahlene Bourbon-Vanille könnte man auch reinmachen? Gemahlene Bourbon-Vanille. Könnte auch fragen, wie stark das sein soll. Also was mein Fall? Ob in diesem Rezept? Ich glaube allgemein jetzt für so angemachten Wodka oder angemachtes Vanilleextrakt. Statt einer ganzen Schote, gemahlenes Bourbon-Vanille. Das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen. Also ich kann es dir nicht sagen. Das sind ungeschlitzt oder geschlitzt? Du musst es nicht schlitzen. Und jetzt habe ich weitere Fragen, aber zu Teig. Eine andere Birgit fragt, kann man Teig auch Hafer- oder Mandelmilch ansetzen? Klar, warum nicht? Ja, auf jeden Fall. Was ich besonders gern mag, ist Sprout. Ich weiß nicht, ob ihr Sprout kennt. Sprout ist, ist aus Erbseneiweiß. Schmeckt so toll. Für mich schmeckt das, es ist Schneeweiß, was ich auch sehr schön finde. Das ist übrigens der Teig. Der Teig ist so schön. Man sieht, er ist halt richtig, richtig gelb von dem Ei. Gelb von den Eiern. Ich würde, wenn man keine Milch nehmen möchte, klar, kann man, Haferflocken, also ich würde auf jeden Fall keine Sojamilch nehmen. Und da müsst ihr auch wirklich darauf achten, dass die Milch, die ihr nehmt, wenn ihr einen Milchersatz nehmt, dass da kein extra Zucker drin ist. Also das wollen wir nicht, sonst kann man die Süße nicht steuern. Und wir wollen schon, dass wir ein bisschen Zucker drin haben, aber wir wollen nicht, dass es übersüßt ist. Jetzt habe ich das ganz leicht mit ein bisschen Butter beschmiert. Jetzt kommt von Sophie, muss ich jetzt die Butter und Milch mit in das Mehl rühren? Ja. Ihr seid mächtig schnell, ich weiß. Wir sind mächtig schnell, aber nur weil der Teig anfangen muss zu gehen. Ja, der Teig muss gehen. Also ich tue jetzt den Teig ich habe so einen Dampfofen, so eine Gärstufe. Das tue ich einfach mal hier rein. Ich muss schnell sein, weil wenn ich nicht schnell genug bin. Am Anfang nur, genau. Ja, dann kommen wir einmal in Zeitverzug und das wollen wir nicht. Zumindest will ich die Möglichkeit haben, das euch zu zeigen.
Schön, ich habe noch eine Frage. Und zwar, Lena fragt, verwendet man Trockenhefe und frische Hefe? Das kannst du machen, wie du willst. Also ich nehme gerne, ich nehme gerne Trockenhefe, weil ich das immer im Schrank habe und weil ich eine gewisse Spontanität habe. Wenn du frische Hefe nehmen willst, das kannst du machen. Frische Hefe ist Trockenhefe mal 3. Das heißt, wenn wir 7 Gramm Trockenhefe nehmen, wie viel frische Hefe nehmen wir? Richtig, 21 Gramm. Und 21 Gramm frische Hefe ist gleich eine halbe Würfel. So, was man im Supermarkt bekommt. Kannst du beides machen. Und Birgit fragt, soll der Teig beim Gehen abgedeckt werden? Ja, auf jeden Fall. Wir wollen nicht, dass der Teig beim Gehen austrocknet. Also wir können verschiedene Sachen machen jetzt irgendwie zum Thema Teig gehen. Erstens, ich habe jetzt eine passende Decke für meine Schüssel. Das muss man nicht haben. Es gibt manche Leute, die nehmen gern eine Duschhaube? Ich glaube so. Eine Duschhaube, was ich einmal eine ganz tolle Idee finde. Oder man kann ein feuchtes Küchentuch nehmen. Also der Teig mag Feuchtigkeit und der Teig mag Wärme. Das heißt, wenn ich so einen Ofen habe mit einer Gärstufe, das ist ganz toll. Jetzt habe ich das bei 35 Grad, wenn ich das ein bisschen erhitzen will. Wenn man das nicht hat, wie zum Beispiel, wenn ich auf Sendung bin und im Studio ist es immer super kalt. Es ist so kalt, es ist unglaublich. Und es gibt nirgendwo eine Ecke, wo es wärmer ist. Und so, Esme und ich, als wir QVC damals gemacht haben, habe ich dann die Schüssel immer hochgestellt auf dem Schrank, weil da war das warm. Aber im Studio ist es überhaupt nicht warm. So, ich mache zwei verschiedene Sachen. Entweder ich bringe ein Hitzekissen mit, wirklich eine kleine Hitzekissen, und ich stelle die Schüssel mit dem Teig drin, schön abgedeckt, auf diese Hitzekissen, damit es einfach wärmer bekommt. Oder was man auch machen kann, ist, man kann Wasser aufkochen, dann in den Ofen stellen und dann der Teig auch in den Ofen stellen, nicht den Ofen anmachen. Und das ist so eine ganz leichte so Dampfsauna, was der Hefeteig auch wirklich macht. Cynthia, ich habe zwei Fragen. Und zwar Christina und Mark fragen, auch im normalen Ofen warm. Also jetzt das gehen lassen. Also da müsst ihr eine Gärstufe haben, weil man will, je nachdem, wenn zum Beispiel ich fahre Fahrrad zu Hause und wenn ich weiß, ich nehme einen Kurs und ich brauche wirklich eine Stunde Zeit, ich stelle den Gärschrank auf 30 Grad, damit ich das einfach diese Zeit ausgeben kann. Wenn aber heute, ich muss ein bisschen hetzen, ich stelle es auf 35 Grad. Ich kann das bis 40 Grad stellen. Ich finde, 40 Grad ist zu warm. Und da musst du aufpassen, gerade bei einem Teig, wo sehr viel Butter drin ist. Man will nicht, dass die Temperatur so warm ist, dass die Butter austritt. Also da zwischen, würde ich sagen, 32 und 35 Grad. Und das ist echt eine Einstellung. Also ich war auch auf Sendung, die hatten dann einen Ofen, hat so eine Gärstufe und die Gärstufe hat meinen Hefeteig getötet. Es war einfach zu heiß. Also da müsst ihr wirklich gucken, wenn ihr das nicht habt, dass ihr das wirklich zwischen 30 und 35 Grad den Ofen stellen konntet, dann lieber zurückgehen auf Hitzkissen oder heißes Wasser oder wenn alle Stricke reißen und ihr sagt, ich habe aber einen Heizkörper. Ja, das könnt ihr nehmen, aber bitte dann die Schüssel nicht direkt auf den Heizkörper stellen. Da könnt ihr die Hitze gar nicht so richtig steuern, sondern wirklich die Schüssel entweder in eine Decke umkrempeln oder in ein Tuch oder irgendwas, damit es ein bisschen geschützt ist, damit es ein bisschen Puffer gibt zwischen der Hitze und der Schüssel. So. Ich habe noch eine Frage von Lilly. Ja. Was verändert sich, je länger man den Teig knetet? Das Gluten verändert sich, umso länger man den Teig knetet. Und das ist so. Das mit dem Hefeteig. Also das ist eine ganz gute Frage. Wenn wir zum Beispiel vergleichen unser Shortbread-Teig, das wir jetzt gleich machen werden, und der Hefeteig. Shortbread-Teig darfst du nicht kneten. Weil wir wollen das Gluten nicht anwenden. Wenn wir das machen mit einem Shortbread-Teig oder wenn wir das machen zum Beispiel mit einem Rührteig,
Wie will den Rührteig rühren, 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 was passiert? Wir regen das Gluten an und wir machen das so dermaßen, dass irgendwann mal, das ist gerade so mit Muffins oder auch mit Scones oder mit so einem Pie-Teig, so einem Mürbeteig, wenn wir das zu viel kneten, dann regen wir das Gluten zu sehr an und wird es hart und es wird zäh. Wenn wir aber einen Hefeteig machen, wir wollen unbedingt das Gluten einregen, weil das gibt uns dann nachher die Struktur, was nachher unsere Textur ist. Das heißt, mit einer Maschine kann man den Teig schon überkneten. Was heißt überkneten? Das heißt, dass wir das Gluten so dermaßen eingeregt haben, dass es so überelastisch geworden ist, dass der Teig sich immer wieder zusammenzieht. Und das ist nicht gut. Wenn wir von Hand kneten, das ist fast unmöglich, dass wir den Teig zu lange oder zu kräftig kneten. Das kann kaum passieren von Hand. Aber mit einer Maschine, ja. Deshalb ist es wichtig, mit einem Wecker zu arbeiten, dass ihr wirklich wisst, okay, ich knete das für 3 Minuten oder 4 Minuten oder 5 Minuten, aber nicht länger. Und auch, mein Gott, das ist ganz, ganz wichtig, bitte nie, wenn ihr mit Handrührgerät oder wenn ihr mit so einer Küchenmaschine knetet, nie auf eine schnelle Stufe kneten, das geht gar nicht. Immer ganz langsam kneten, immer Stufe 1, immer die niedrigste Stufe kneten, das ist ganz, ganz wichtig. Lieber etwas länger, aber immer auf der niedrigsten Stufe. So. Das waren erstmal alle Fragen bisher. Das waren erstmal alle Fragen. Mhm. Gut, okay. Mein Teig geht jetzt. Jetzt würde ich sagen, gehen wir an die Cashew-Limetten-Zitrone-Schokolade. Ich tue das mal hier nach hinten. Wir machen unsere Füllung später. Ich habe gedacht, jetzt gehen wir an unsere Cashew-Schokolade. Die habe ich gestern auch nochmal gemacht. Weil auch wenn ich Rezepte entwickle, und das ist aus meinem Buch Cookies. Ja. Es ist so, dass ich mache das und backe das und tue das. Und dann, wenn ich das eine Zeit lang nicht mehr gemacht habe, stelle ich fest, ich muss das einmal nochmal machen, um nochmal reinzukommen, um die ganze Thematik so abrufbar zu machen. Und das habe ich natürlich für euch gemacht. So, der Wiebke möchte wissen, vielleicht weißt du es ja, weshalb es Shortbread heißt. Ah, Shortbread. Weil Short ist es wie Short Christ, Shortbread. Das hat mit dieser Mürbetextur zu tun. Also ist es UK, also ist es Englisch, ist es halb Scottish. Aber Shortbread hat mit dieser, hängt mit der Textur zusammen, der Name. Ich weiß, das ist nicht unbedingt befriedigend, die Antwort, aber das ist ehrlich gesagt, das ist schon die Antwort. Das hängt einfach mit der Textur zusammen. So, jetzt. Ich hole meine Zutaten nach vorne und fangen wir mal an. Ich habe immer so einen Turm von. So. Und Manja fragt, ob sie den Ofen schon heizen sollen. Ja, bitte. Das werde ich jetzt auch machen. Wir müssen den Ofen auf 160 Grad vorheizen. Umluft oder Unterhitze, Oberhitze. So, es gibt halt echt unterschiedliche Versionen von Shortbread. Es gibt Leute, die Shortbread eine Stunde lang backen bei 150 Grad. Dann gibt es andere Leute, die lassen das kurzer backen bei 170. Ich mag irgendwie diese goldene Mitte von 160 Grad. Ich finde, dass die einfach so kross, so mürb werden. Was ich auch letztens in Vorbereitung auf jetzt den Kurs gelesen habe, ist, man möchte den Teig echt nicht ausrollen. Und der Grund ist, dass wenn wir den Teig ausrollen, also mit dem Röst, ist, dass wir den Teig zu sehr drücken. Und das wollen wir nicht. Wir wollen diese leichte, so
Es ist so eine leichte Blättrigkeit. Es ist nicht so blättrig, wie wenn wir zum Beispiel einen Pie-Teig machen und das dann nehmen wir kaltes Fett, das dürfen wir nicht machen. Aber wir wollen diese Blättrigkeit, diese leichte Mürbetextur nicht kaputt machen durch das Zusammenkippen. Also wir werden, das Nudelholz ist dann im Endeffekt nicht für Schokolade. So, ich habe hier erstmal ganz feine Zucker. Also was ich sehr mag, es gibt so ein sehr, sehr, sehr feine Zucker, das nehme ich sehr gerne für Baiser und auch für dieses Rezept. So, dass es einfach schön auflöst, das ist ganz gut. Ich habe eine gefunden, und zwar Lina hat leider zu wenig Butter gekauft. Oh, dann mach doch mal das halbe Rezept. Oder kann sie es mit Baiser aufstocken? Oh, das würde ich nicht machen, weil Butter, also Butter sorgt für diese wunderschöne Geschmack und Butter hat so eine weiche Textur, die wirklich im Mund schmelzt. Das hat Biskin nicht. Biskin hat andere Qualitäten. Man kann auch damit ganz gut backen. Das nehme ich gerne für Mürbeteig, also für Pie-Teig, Tarte-Teig. Wenn ich möchte, dass das sehr kross ist. Aber ich befürchte, dass auch Biskin, selbst wenn das Raumtemperatur hat, ist einfach nicht wie weich, um wirklich aufzuschlagen. Ich weiß nicht, wie viel bräuchtest du, wie viel fehlt dir dann? Also ich habe leider zu wenig Butter gekauft, es sind 120 Gramm. Könnte ich die 80 Gramm, die fehlen für das Shortbread, zum Beispiel Biskin ersetzen? 80 Gramm. Du kannst es versuchen. Entweder du hast die Wahl. Entweder du magst ein halbes Rezept, da brauchst du nur 100 Gramm Butter. Hast du genug Butter dann auch für Backe, wenn du zu wenig hast? Nee, ich glaube, das hat sie nicht geschrieben. Italien, genau. Oh, also ja, du hast die Wahl. Entweder du machst ein halbes Rezept und das ist perfekt und dann weißt du, das ist ganz genau optimal. Oder du sagst, nein, ich will ganz viel machen, dann nehme ich Biskin. Ich kann dir nicht sagen, was du machen sollst. Es kommt darauf an, wie viel du haben möchtest. Ja? Super. Und okay. Bettina fragt, was ist in der Glasschüssel? Ja. Das ist ganz normal 405er Mehl. Also hier wäre 55er absolut nicht richtig. Natürlich erstmal hier rein. Und in der großen Glasschüssel ist gerade nur Zucker und Butter? Das ist nur Zucker und Butter, genau. So, und dann hier habe ich Reismehl. Also das haben wir ganz zu Anfang thematisiert. Ich weiß nicht, ob ihr alle dabei wart. Das ist so, wenn ihr kein Reismehl habt oder finden konntet, man könnte Maismehl, man könnte Maisstärke, man könnte ganz, ganz feine Semolina nehmen. Das sind die Möglichkeiten als Ersatz. So, dann habe ich fein geschnittene Cashewkerne. Sehe ich, das ist nicht so fein. Also ich habe jetzt hier ein paar Stückchen, die ich jetzt ein bisschen nachverbessern werde. Weil wir wollen schon, dass das schön fein ist. Und die sind Cashewkerne, die sind schon geröstet und die sind gesalzen. Also das Salzen ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt klassischerweise nur ganz wenige Zutaten bei Shortbread. Und das ist halt Butter, das ist Zucker, das ist Mehl und das ist halt Reismehl und Salz und eine Prise Salz. Die Prise Salz ist ganz wichtig, weil es gibt den Geschmack einfach einen kleinen Kick. So, das sieht gut aus jetzt. Und das werden wir direkt zu den trockenen Zutaten hier hingeben. Wenn ihr jetzt, also ich habe letztens, ich mag sehr gerne Cashewkerne. Wenn ihr Cashewkerne gekauft habt, die halt roh sind, man kann die einfach selber in der Pfanne ganz leicht rösten, ein bisschen leicht salzen, dann ist es ganz gut. Und dann haben wir Zitrone und Limette.
Und das werden wir einfach mal gucken. Die habe ich jetzt gewaschen, die sind bio. Und jetzt kommt dieser wunderbare Zest direkt zu den trockenen Zutaten. So wichtig ist, dass wir noch ganz gründlich, aber wir wollen nichts von dem Weiße, weil das Weiße ist halt bitter. Erstmal, hast du eine Frage? Nein, aktuell nicht. Ich glaube, alle sind busy. Also ich dachte, du hast die Hände, die Hand hochgehalten. Nee, aktuell nicht. Also ich merke, dass es immer so unterschiedliche Arten gibt, so einen Reiber zu nutzen. Ich sehe, manche Leute machen das irgendwie so. Also ich finde, am besten ist es, hält es hier fest und geht einfach ganz langsam, ganz sanft, aber gründlich. Weil da, das ist, wo der Geschmack wirklich ist. Also der Geschmack ist nicht unbedingt im Saft. Wenn wir den Saft nehmen, dann hätten wir den, also wir hätten das für das Rezept nicht nehmen können, weil das einfach zu flüssig ist. Das wollen wir nicht. So, das sieht sehr gut aus. Sünder Marina hat eine Frage. Ja. Wenn im Rezept oder in den Büchern nur Mehl steht, ist das dann das 405er Weizenmehl? Immer 405. Ja. Immer 405. Wenn da nichts anderes steht, ist Mehl einfach 405. Ja. So, jetzt gucken wir einfach mal, dass wir alles vorbereiten. Wir haben hier drin Mehl, Reismehl, die Cashewkerne, die Limette und unbehandelte Zitrone. Jetzt haben wir 100 Gramm Zucker. Ich nehme sehr gerne feinen Zucker. Und wir haben 200 Gramm weiche Butter. So, und jetzt können wir, ich werde das jetzt mit einer Küchenmaschine. Mit einem Handrührgerät, ja. Was war gerade so witzig? Nein, weil ich habe das Gefühl, ich bin manchmal irgendwie der Zauberer, der irgendwie das hochholt und das nimmt. So, das müssen wir wirklich ziemlich cremig aufschlagen. Caro sagt, ist da auch Vanillesalz drin? Nein, hier ist kein Vanillesalz drin. Vanillesalz kommt obendrauf. Und Cynthia, weshalb machst du das mit der Küchenmaschine, mit dem Handrührgerät und nicht mit der Küchenmaschine? Oh, weil ich gedacht habe, das ist für euch irgendwie langweilig, wenn ich immer die KitchenAid nehme. Ich habe gedacht, es ist schöner für euch, damit ihr das ein bisschen besser sehen konntet. Hätte ich ja auch machen können. Also gestern, als ich das gemacht habe, habe ich meine KitchenAid genommen. Aber ich finde, ihr seht zu wenig. Nicole hat dich gerade Magic Sin genannt, weil du in der Tat zauberst. Ja. Oh mein Gott, okay. So, jetzt kratze ich das einfach mal runter. Das sieht sehr schön aus. Schön luftig. So. Und jetzt kommt nach und nach. Morgan hat eine Frage, die haben gar keine Maschine, gar kein Handrührgerät oder Küchenmaschine. Oh, okay. Wie könnte man das mit der Hand am besten machen? Da müsstest du eine sehr stabile Schneebesen nehmen. Also das ist zum Beispiel super stabil. Also das kann das. Also da musst du gucken, dass die Butter wirklich sehr weich ist, sonst ist es einfach zu schwer. Aber einmal schlagen, 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 schlagen. Gerade hier, schlagen ist sehr wichtig. Nachher, wenn die trockenen Zutaten dazu kommen, dann würde ich an eurer Stelle nicht unbedingt einen Schneebesen nehmen, sondern lieber so ein Teigschaber. So, ja, okay. Wie will ich das jetzt machen? Okay, so, wir machen das so.
Und das kommt einfach mal nach und nach. Anne fragt, wenn man das mit den Händen verkneten würde, wäre das zu warm für den Teig? Ja. Ja. Man macht einfach mal alles kaputt. Das wollen wir nicht. Das ist nicht gut. Ich erkläre das jetzt gleich, warum das nicht gut ist. Aber ehrlich gesagt habe ich das zum Anfang schon ziemlich thematisiert, warum wir das nicht machen wollen. Jetzt merke ich, dass super viel Teig hier fehlt. Okay, meine Lieben, jetzt würde ich nichts mehr kneten mit der Maschine. Komm, Maschine, mach mal mit. Jetzt machen wir nichts mehr mit der Maschine, weil den Rest machen wir wirklich von Hand. Ich sage euch warum. Weil jetzt müssen wir uns erstmal überlegen, was wollen wir damit machen? Wollen wir, ich habe noch eine kurze Frage. Wann kam das Eiweiß dazu? Das Eiweiß ist in dem Babka-Rezept. Ist ja in Shortbread, ist ja kein Ei. Kein Ei, kein Eiweiß. Denise, macht das Sinn für dich? Ja. Ja, also hier ist kein Ei. Wir wollen nicht, dass es bindet. Wir wollen diese Bindefunktion von der Ei, vom Ei hier. Auf gar keinen Fall. Das wollen wir nicht. So, was wir aber wollen, ist uns überlegen, was wir machen wollen. Bettina sagt, ich habe auch das Eigelb da reingetan. Oh, okay. Aber das steht ja nicht im Rezept, ne? Ihr Lieben? Das ist nicht die Füllung für Babka. Das ist Shortbread. Und Shortbread ist immer nur Mehl, Stärke, Reisstärke, Zucker und Butter. Und wir peppen das ein bisschen auf mit Kaschenkernen und Limette und Zitrone abbringen, aber ansonsten ist ja hier kein Eigelb. So, wir können uns überlegen, was wir machen wollen. Die habe ich gestern gemacht. Das sind die Dreiecks, das sind die kleinen Runden, das sind die, wo wir jetzt ein Stück machen und das dann schneiden. Ich denke, wir werden vielleicht mal, muss ich das hier hinter. Also was ich auch gemerkt habe, ganz toll ist, wenn man so mit Ringen arbeiten kann. Ganz kurz, Bettina fragt, wo kommt denn das Eigelb rein? Also für den Babka-Teig, wir haben zwei Eier, ein Eigelb. Das ist Babka-Teig. Das haben wir ja vor einer Viertelstunde gemacht. Das Eiweiß kommt in die Füllung rein. Das ist die Füllung. Butter und Kakao und Zucker und Eiweiß. Hier in diesem Rezept, habt ihr das Rezept ausgedrückt, ne? In diesem Rezept ist nur Reismehl, Mehl, fein gehackte gesalzene Cashewkerne, Limette und Zitrone. Bettina sagt alles klar. Bettina sagt alles klar, ja. Perfekt. Und Melanie, okay. Melanie hat noch eine kurze Frage. Ja? Könnte sie statt Cashews auch Pistazien nehmen? Könnt ihr machen. Also dieses Rezept ist eben aufgebaut mit Cashewkernen. Aber natürlich, man könnte auch Mandeln nehmen, man könnte auch Cashewkerne nehmen, man kann Pistazien nehmen. So, und jetzt werde ich einfach mal einen Anteil nehmen. Ich nehme halt die Hälfte. So. So, und jetzt, ich knete das nur ganz wenig, bis ich einfach mal, vielleicht wollt ihr lieber erstmal zuschauen und nichts machen, damit ihr seht, was ich mache. Also es lässt sich wirklich sehr gut zusammenkneten. Und dann nehme ich das, damit ich eine schöne Form bekomme.
Das sieht so schön aus. So, jetzt. Ich tue das einfach mal hin. Okay, und jetzt. Wo ist mein großes Messer hin? Ja. Okay, und jetzt schneide ich einfach mal diese Stücke. Und die kommen einfach mal hier drauf. Ich habe auch festgestellt, dass es schön ist, wenn sie halt nicht, wirklich nicht zu dick sind. Und dann müssen sie einfach auch, dann gehen sie nicht zu sehr auseinander. Und dann tue ich die einfach mal hier drauf. Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sind die kleinen rechteckigen. Ich mache das zu Ende und dann zeige ich euch, was wir noch machen können. Also die finde ich sehr schön. Aber was man merkt, ist der Teig, der ist wirklich sehr mürbe. Und das wollen wir. Wir wollen nicht den Teig kaputt machen. Und ich sage euch noch eine Sache. Wir werden die jetzt, nachdem die aufs Backblech kommen, die werden wir erstmal kalt stellen. Weil bekannterweise, wenn Gebäck weniger Gluten drin hat oder gar kein Gluten, wenn es glutenfrei ist, es behält die Form besser, wenn es kurz mal im Kühlschrank sich ausgeholt hat. Da wird die Butter wieder ein bisschen kalt. Und ich glaube auch, gerade wenn man das zum ersten Mal macht und man ist vielleicht ein bisschen langsamer, dann ist es schon ganz gut, das erste Mal wieder kalt zu stellen. So machen wir das. Ich lasse die auch nicht zu nahe einander. Ich lasse gern einfach ein bisschen Platz dazwischen, damit sie, die gehen ein bisschen auseinander beim Backen. Und wir wollen das auch, dass die Hitze gut zirkulieren kann. Das macht das am besten, wenn das Gebäck einfach nicht zu nahe einander ist. Und dann werden wir es kalt stellen. Und dann, vor dem Backen, werden wir das pieksen, damit es einen schönen Muster hat, damit es beim Backen auch nicht aufgeht. Und wir werden Vanillesalz drauf machen. Also das kommt erstmal in den Kühlschrank. Und dann mache ich eine zweite Version mit euch. So. Oh mein Gott, habe ich Platz hier drin? Ja. Sorry, zwischen irgendwie den Sachen wie die Katzen und die Eier und sonst was. Ja, das ist gut. So, und jetzt machen wir die rund. Was ich auch ganz schön finde. Wenn ich die rund mache, das erinnert mich immer so an einen Knopf. Wie geht's euch? Wie geht's euer Teig? Habt ihr Fragen? Ganz ruhig hier im Chat aktuell. Okay, ich glaube, ja, alle haben die Hände voll. Ja. Genau, die Hände voll mit Teig. Ja, also, erstens ist der Teig sowas von lecker. Ich meine, wir können zwei verschiedene Sachen machen. Hm? Die schreiben großartig. Ja, es ist schon toll. Also, es ist, guck mal, wir können zwei verschiedene Sachen machen. Wir können das entweder, okay, wir machen so eine Rolle daraus. Manja fragt, sie hat keinen Platz im Kühlschrank. Kann sie das auch weglassen, das mit dem Kühlen zwischendurch? Kannst du machen. Oder du kannst du das irgendwie kurz draußen stellen? Bettina sagt, der Teig allein riecht schon phänomenal. Ja, der Teig ist wirklich toll. Also das muss ich euch sagen. So, dann schaut mal, ich schneide das ab. Und entweder ihr könntet das irgendwie drücken und bla bla. Was ich super gerne mache, ist, ich nehme einfach so einen Ring und dann drücke ich das einfach mal ganz leicht da rein. Und dann bekomme ich eine super Form.
Die schreibt, ich hätte mich nie getraut, Shortbread zu machen. Gerade fühlt sich alles einfach an. Voll toll, danke. Ja, das ist toll. Ich sage euch, deshalb, ich arbeite wirklich an den Rezepten so, dass die für euch, so dass es Spaß macht und dass es gelingt und dass ihr vielleicht auch ein bisschen besser versteht, worum es geht jetzt bei einem Rezept. Also wenn ihr so einen Ring nicht habt, weil ich weiß, das haben nicht alle Leute, das ist auch nicht das Problem, dann können wir auch das ohne Ring machen. So, sind ja nur das, dass ich einfach nur antworte. Aber Morgan fragt, welche Geräte sind essentiell? Was sollte ich minimal haben? Backkurse. Ich habe einfach gesagt, jeder Backkurs ist anders, aber vielleicht hast du eine andere Antwort. Oh ja, ich meine, ich finde das im grundsätzlich ganz gut. Also ich sage euch, ihr müsst kein KitchenAid haben. Also ich liebe mein KitchenAid, also ich liebe die über alles, aber das, weißt du, nur weil man ein schönes Küchengerät hat, heißt noch lange nicht, dass das gelingt. Und was ich euch sagen würde, was ich schon sinnvoll finde, ich finde schon zum Beispiel ein Handrührgerät, ich finde schon sinnvoll. Also wenn man backen will und es gibt wirklich ganz viele Handrührgeräte, die müssen nicht unbedingt teuer sein. Meins ist auch von KitchenAid, weil es sehr leise ist, was ich auch sehr schön finde. Das finde ich schon wichtig. Und ansonsten, wenn ihr ein Handrührgerät habt, und ein Backofen, dann seid ihr schon dabei. Also mehr brauchen wir wirklich nicht. Also im Allgemeinen für die Küche braucht man schon ein scharfes Messer. Das ist ganz, ganz wichtig. Nudelholz ist gut, aber wenn ihr kein Nudelholz habt, könnt ihr ja so eine Flasche nehmen. Also es gibt viele Sachen, die natürlich auch schön sind zu haben, aber nicht so entscheidend sind. Aber ich würde schon sagen, ein Handrührgerät, wenn man backen will, da öffnet man sich so viele Türen, die man vielleicht nur von Hand nicht optimal machen kann. Kannst du glauben, dass ich keinen Teigroller habe zu Hause? Das ist total verrückt. Du hast kein Nudelholz? Kein Nudelholz, genau. Das ist, weil ich immer die Arbeit mache. Du brauchst es nicht. Nee, weißt du was? Bestimmt habe ich das mal mitgebracht für einen Backkurs in Person, bestimmt. Oh, naja, ich habe mindestens 30 Nudelhäuser. Ja, ich sehe hier schon 7. Ja, ich habe bestimmt ein Dutzend unten. Ich meine, damals, als wir Backkurse gegeben haben in der Niele-Galerie, was auch ganz toll ist, dann haben wir immer das ganze Equipment auch dabei gehabt. Unter anderem auch Nudelhäuser. Deshalb habe ich so viel. Auch nicht so viel Nudelhäuser. Es sind ja noch eine Frage. Der Backofen ist jetzt für das Shortbread vorgeheizt, richtig? Richtig, genau. Ich bin immer sehr skeptisch von zu vielen Küchengeräten und zu vielen Küchenaccessoires und alles. Also ich halte wirklich nicht viel von vielen Sachen. Aber eine Winkelpalette finde ich ganz wichtig. Ich zeige euch nachher, was eine Winkelpalette ist und wie man das benutzt und warum ich das für wichtig halte. Das zeige ich euch gerne. Das ist wirklich dein Lieblingstool, ne? Ich liebe das. Also ich reise mit meinen Winkelpalette. Ich stelle immer fest, dass ich auch im Studio schon eins habe. Aber das ist einfach toll. Also es gibt einmal bestimmte Werkzeuge, die machen das Leben einfacher. Da macht es noch mehr Spaß. Geschweige von einer guten Backform. So eine gute Backform, weil eine Backform ist immer ein Teil vom Rezept. Das muss man einfach sagen. Also vor allem die Backformgröße. Das ist ganz, ganz wichtig. Cynthia Caro hat noch eine Frage. Ich habe so wie du ja auch. Kommt eins dann auf Stufe 2 und eins auf Stufe 4? Also mittig. Ja, würde ich machen. Ja. Ja, habe ich auch gemacht. Ja.
wollen wir das jetzt mal machen. Also ich würde das gerne kurz mal kalt stellen. Muss ich auch mal gucken, ob ich Platz im Kühlschrank dafür habe. Ah, das ist, wenn man das machen möchte mit den Dreiecks, dann nimmt man diese große Ring, man drückt es da rein, dann man macht oben drauf so Schlitz, aber man darf nicht bis in den Boden schneiden, nur schlitzen. Und wenn es aus dem Ofen kommt, dann schneidet man durch. Wenn der Teig nach dem Backen, aber wenn der Teig noch weit ist. So. Das heißt, du versuchst jetzt erstmal die Shortbreads kalt zu stellen und dann in den Ofen. Naja, wir können mal so machen. Die können wir gleich in den Ofen stellen. Okay, weil ich weiß, dass ihr dann so neugierig seid. Was ist der Unterschied? Wir können einfach mal gucken. Was ist dann der Unterschied, wenn wir das gleich machen oder wenn wir warten? Okay, wenn wir die gleich in den Ofen stellen wollen, dann haben wir jetzt hier so einen Esslöffel ganz feine Zucker. Ganz feine Zucker. Das ist ganz wichtig. Wir wollen das sehr grob. Und dann nehme ich ein bisschen Vanilleeis. Das zeige ich. Das rühren wir jetzt ein bisschen auf. Und das kommt vor dem Backen oben auf das Gebäck. Und dann nehme ich so einen Piekser. Seht ihr das? Das ist so ein Fleischnadel. Roulade. Genau, ich denke an Roulade. Aber ich nehme das sehr gerne. Und dann mache ich einfach mal. Also ich mag meinen Knopf. Aber man könnte auch ganz und bis unten an den Boden. Ja, ich gehe bis an den Boden. Das könnt ihr einfach mal machen, wie ihr wollt. Und sagt, könnte man die Shortbreads auch ins Gefrierfach tun vor dem Backen? Oder wenn im Kühlschrank kein Platz ist zum Beispiel? Klar, warum nicht? Ja. So. Und dann kommt das oben drauf. Ich habe die besten Shortbread meines Lebens in Glasgow gegessen. Cottontail Bakery hieß das. Und das war so schön, das war so einfach. Also ich glaube auch, für mich ist es richtig, dass die Rezepte wirklich auf das Wesentliche reduziert sind. Und nicht, dass wir jetzt zu viel. Selbst das mit den Kaschelkernen netten und Zitronen, das reicht mir schon an irgendwie unterschiedliche Sachen. Wisst ihr was? Lass uns die zusammenbacken. Ich hole mal mein erstes Blech hier raus, weil die haben schon ihre Zeit. So, und dann werde ich genau dasselbe mit denen machen. So. Na geil, ich glaube, ich muss jetzt ein Shortbread essen. Ich gucke die mal. Ich sehe die jetzt hier in der Peripherie und denke mir, oh Gott, ich habe gestern auch so viel davon gegessen. Deshalb mache ich ganz viel Sport, damit ich das alles essen kann. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, und jetzt kommt, wie vorhin, dieser Zucker, Vanillesalz oben drauf. Und dann stellt das in den Backofen
für, was habe ich hier geschrieben? 20 Minuten? 18 Minuten? Ich glaube 18 Minuten. Haben wir 18 Minuten? Haben wir 16 Minuten? Dann gucken wir uns das mal an. Es ist ganz wichtig, dass wir uns immer ein bisschen Zeit lassen. Und dann, wenn es aus dem Ofen kommt, mache ich das nochmal mit dem Rest von dem Salz, Zuckersalz, Vanillezuckersalz. Ja, so einmal hier unten. Und einmal hier. Und dann eben, guck mal, ich mache mal 16 Minuten. Ich weiß, dass das nicht genug lang ist, aber ich mache das trotzdem. Okay, und jetzt gehen wir an die Füllung. Jetzt müssen wir an die Füllung gehen. Für unsere Backe, weil der Teig bald so weit ist. Also wenn ihr eine Küchenmaschine habt, das könnt ihr auch nehmen. Ich habe gedacht, ich mache das für euch wieder mit so einem Handrührgerät, damit ihr das ein bisschen besser sehen konntet. So, wir haben weiche Butter. Wir haben Zucker, feine Zucker. Wir haben Kakao ungesüßt. Und wir haben das Eiweiß. Und ich werde jetzt die Schokolade schneiden. Okay, so, meine Lieben. Wenn ich schreibe, halt, sag bitte Schokolade. Ich meine wirklich einmal mal eine Tafel, sag bitte Schokolade. Es ist nicht notwendig, dass ihr so eine Kuvertüre nehmt. Das ist nicht notwendig. Und vor allem ist es so schwierig, diese Kuvertüre zu schneiden. Ich habe mal vor einigen Jahren ganz viele Videos für chefkoch.de gedreht. Und die hatten diese riesengroße Kuvertüre geholt. Und ich musste das schneiden. Ich habe am ersten Tag die Spitze meiner kleinen Finger abgeschnitten. Ich habe gedacht, ich falle um. Und ich musste dann für die weitere 4 oder 5 Tage drehen. Mein Finger war so eine Flasche. Das war einfach furchtbar. So, sieht. Ich habe das erstmal gebrochen an den Linien. Die ist sowieso 100 Gramm bei der 100 Gramm Tafel Schokolade. Und dann schneide ich das einfach mal. Und das ist wichtig jetzt. So sehr, manchmal sehr grob geschnittene Sachen mag, weil ich mag die Textur. Bei diesem Rezept ist es wichtig, dass das relativ fein ist. Okay. Da. Das ist ein bisschen hart. Es ist sowas von hart. Das ist hart, das ist dick. Wir brauchen keine Kuvertüre als Füllung. Das ist nicht notwendig. Also das passt einfach nicht. So. Jetzt haben wir fein gehackte Schokolade. Wir haben jetzt halbe, was ich liebe. Es ist so lecker. Kennt ihr das? Das ist so ein Sesam-Konfekt. Und manchmal ist es auch mit Pistazien oder mit Schokolade oder mit, also es gibt so verschiedene Variationen. Und das nehmen wir heute, ist einfach, das nehme ich zumindest, Natur, also Blanco. Jetzt, yes. Gut. Ja. Yeah. Mein Teig ist bis jetzt noch nicht wirklich auf. Nein. Nee. Also die Tipps habe ich ja ganz zu Anfang gesagt. So warmes, also kochendes Wasser im Ofen. Jetzt sind die Shortbreads im Ofen, das wird nicht gehen. Entweder mit einem Deckel auf einen Heizkörper stellen oder mit einem Hitzekissen. Aber wirklich viel besser ist es, dass ihr den Teig einfach die Zeit gibt, um zu gehen.
Weil was nicht gut ist, ist, wenn der Teig zu sehr gehetzt wird. Das ist, wenn Leute dann irgendwann mal Angst vor Hefeteig haben, weil der Hefeteig nicht gelingt. Hefeteig, ehrlich gesagt, gelingt immer, wenn man genug Zeit hat. Wenn man darauf achtet, wenn man frische Hefe nimmt, dass die Hefe lebt. Das heißt, man löst die Hefe mit ein bisschen Flüssigkeit, warme Flüssigkeit und Zucker auf, damit die Hefe frisst das und dann entstehen halt die ganze Gase und dann blubbert das. Man weiß, die Hefe lebt. Beim Trockenhefe muss man das nicht machen. Aber jetzt würde ich einfach sagen, man hat so zwei verschiedene Probleme. Wenn es sehr kühl ist wie jetzt, man muss den Teig mehr Zeit geben, immer warme Flüssigkeit nehmen. Das ist in der Tat mein Teig. Ich lasse das mal ein bisschen gehen. Im Sommer, wenn es so warm ist, da muss man wirklich aufpassen und dann lieber kühle Flüssigkeit geben und manchmal sogar im Kühlschrank gehen lassen. Weil manchmal, wenn es irgendwie 35 Grad draußen ist, man kann die Hitze gar nicht richtig steuern. Das ist schwierig. So, ich fange aber erstmal mit der Füllung an. Und das ist einfach weiche Butter. Jetzt Zucker. Muss ich mal schauen, ob ich hier ein bisschen mehr reinfolge. Dann Kakao. Eiweiß. Yay, jetzt haben wir unser Eiweiß. Und diese Salz. Ich mache mein Salz, ist ganz weit weg. Soll ich es holen? Ja. Danke. Gerne. Ich habe ein paar Fragen, bevor du weitermachst, Cynthia. Yeah. Und zwar, Steffi sagt, ich habe statt halber Marzipanrohmasse gekauft. Ja, kannst du nehmen. Aber wie bekomme ich die klein, denn hackt oder krümelig, das klebt ziemlich. Das musst du mit den Fingerspitzen machen. Ich zeige dir, wie das geht. Entweder du kannst die Marzipanrohmasse und die Marzipanmasse kalt stellen, aber alles, was kalt ist, lässt sich besser schneiden. Wenn du das nicht gemacht hast, ist irgendwie auch kein Problem. Du könntest das jetzt. Jetzt ist es, also ich weiß nicht, ob du so weit bist, dass du auch den Teig ausrollst. Entweder du stellst den kalt ins Gefrierfach, damit du den schneiden kannst. Wenn jetzt keine Zeit dafür ist, dann kannst du das einfach mit den Fingerspitzen zerkrümmern. Ich zeige dir, wie das geht, ja? Weil das mache ich genau dasselbe mit meinem Halber. So, So, der Teig geht auch nicht, der ist auch nicht so viel gegangen beim ersten Mal. Das ist ja einfach nicht. Christina und Magali sagen, unsere Masse ist krümelig und nicht cremig. Für dir jetzt die Füllung? Ich glaube ja. Dann würde ich das weiter schlagen. Also ich habe das erstmal. Genau, die Füllung. Geschlagen, so weiche Butter. Dann kommt Zucker, da wird das aufgeschlagen. Und dann kommt Kakao dazu. Man schlägt das einfach weiter. Dann kann man, wenn das Eiweiß dazu kommt, dann kann man kräftiger schlagen, weil dann, damit man einfach so eine Masse hat. So, das ist schon wichtig, dass man das verteilen kann. Die beiden rühren weiter. Und Cynthia, sag mal, kann man auch einen Teelöffel Tahini statt Halber nutzen? Nee, das würde ich nicht nehmen, weil das ist eher flüssig. Also, dann, wenn ihr das nicht habt, Tahini nicht, wenn ihr Halber nicht habt und auch kein Marzipan nicht habt, dann nehmt ihr gar nichts. Dann nehmt doch einfach mal etwas Schokolade und das ist so schön. Und Cynthia, wenn der Teig, wie
bei Jan hat sich das nicht verdoppelt, der Teig. Ist das okay? Oder ja, das lieber ist okay. Warten? Also ich finde auch, dass mein Teig sich nicht unbedingt verdoppelt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man merkt, dass der gegangen ist. Man merkt, dass der Amann wirklich eine sehr, sehr, sehr schöne Textur hat. Ich konnte den fast irgendwie, ohne wirklich auszurollen, einfach die Größe haben. Aber wisst ihr, der Teig, der geht sowieso nochmal. Das heißt, ich würde sagen, alle Leute sollen jetzt die Füllung machen und alle Leute sollen einfach mal ihr Hefeteig jetzt aus der Schüssel nehmen, sozusagen aus dem Gärschrank, also aus der Schüssel nehmen und einfach mitmachen, würde ich sagen. Weil wir lassen den Teig sowieso nochmal gehen. Und da könnt ihr die Zeit nachholen, weil ich glaube, dass wir nicht zusammen den Teig die Backe schieben werden. Ich glaube, dass da einfach noch zu lange gehen muss. Und ich weiß, dass das manchmal ein bisschen schwierig ist, gerade so ein Rezept für einen Backkurs auszusuchen. Nichtsdestotrotz finde ich, dass ihr eine Menge Informationen trotzdem habt. Selbst wenn wir das nicht gemeinsam letztendlich in den Ofen stellen oder backen. Trotzdem freue ich mich immer auf eure Fotos. Also, jetzt haben wir eine sehr schöne quadratische Form. So. Na? Und jetzt kommt meine Winkelpalette zum Einsatz. Das ist eine Winkelpalette. Das ist Winkelpalette. Ups. Winkelpalette klein. Winkelpalette groß. Beide sind super toll. Ihr könnt euch nicht vorstellen, dass ihr alles damit machen könntet. Das kann ich wirklich empfehlen. Das hat einen Mehrwert. So, wir brauchen Winkelpalette klein erstmal. Wie dünn ist denn der Teig? Bitte? Wie dünn ist der Teig? Gut, der Teig ist ziemlich dünn. Also der Teig ist halt vielleicht 5 mm sowas vielleicht? Oh mein Gott, noch nicht mal. Ja. Der ist richtig dünn. Ja. Aber der Teig lässt sich gut ausrollen, gut dehnen. So. Klatsch. Oh. Jetzt kommt. Babka ist schon was Feines, muss ich mal sagen. Babka ist so schön. Und es gibt auch so viele verschiedene Sorten, die man machen kann. Also ob das mit Zimt und Zucker und Äpfel und Rosinen oder Walnüsse oder mit Pistazien. Ich habe in eins von den Büchern so ein Pistazien-Marzipan gemacht. So. Soll ich mal ein Fun Fact des Tages mit dir unterschmeißen? Ja, I want to hear your fun. Und zwar, Babka ist polnisch für Großmutter. Ah, ja. Und ich glaube, die Großmutter hat das einfach früher immer gemacht. Ja. In Osteuropa oder wie auch immer. In der jüdischen Gemeinde. Ja. Naja, da tragen die Frauen ja eh die Hose. Ne? Was sagen? Überhaupt. Okay. Sind jetzt die Schokolade schon in der Füllung? Nein, die Schokolade ist nicht in der Füllung. Wir müssen erstmal, guck mal, wie geschmeidig das ist. Oh Gott, das ist so schön. Ich könnte das wirklich den ganzen Tag machen. Also ich verteile das. Das ist so eine schöne Masse. So, das Eiweiß bindet es. Deshalb war das ganz wichtig. Ich brauche kein ganzes Ei für die Füllung, aber das Eiweiß ist schon gut. Weil das bindet alles. Wenn ihr keine Winkelpalette habt, kann man ja auch einfach mal ein Buttermesser nehmen oder so ein Teigschaber. Aber wie ihr seht, die Winkelpalette kommt wirklich sehr gut zum Einsatz. So, jetzt. So, jetzt haben wir, jetzt nehme ich die Schokolade. Ich verteile das jetzt einfach mal. Geht's euch gut? Seid ihr dabei? Hat es Spaß? Okay. Ich mache weiter. So, das ist jetzt Halber. Ich habe so viel Halber gegessen in den letzten Tagen. Oh mein Gott. Bin gestern 45 Minuten mit dem Fahrrad gefahren, weil ich dachte, ich muss unbedingt das Halber irgendwie abarbeiten. So, und jetzt, ich zerkrümmel das einfach mal oben drauf. Deshalb, ja, das könnt ihr auch genauso machen,
mit Marzipan. Mit dem Marzipan, das ist weniger zerkrümmern und mehr so auseinanderzupfen, sage ich mal. Dann habt ihr, ne? Dann habt ihr einfach mal so Stückchen von Marzipan, was ihr zusammen mit der Schokolade als Füllung habt. Hier kommt ganz viel positives Feedback, dass es funktioniert, dass der Teig gut ist und alles sich verarbeiten lässt. Eine Frage habe ich jetzt gerade von Pia reinbekommen, wo man Halva gut kaufen kann. Ich habe das beim türkischen Gemüseladen gekauft. Jetzt bei mir, bei uns, neben dem Geschäft in der Bermerstraße. Also das ist so ein Middle East. Also, ne? I can't even remember from the names. I'm not going to say anything because I might be wrong. So. Also man ist sehr viel in Israel. Ja. Yeah. Und ich habe das zum ersten Mal, als ich 17 war, in New York gegessen, weil mein Freund ein israelischer Tänzer war. Ich war wirklich sehr jung, muss ich natürlich sagen. Und auf jeden Fall war ich in New York, was auch sehr gewagt war, aber wie auch immer. Und er hat mir Halva gegeben. Ich dachte, oh Gott, ist das lecker. Also ich finde das sehr, sehr lecker. So, jetzt seid ihr soweit. Birge sagt auch gerade, im Reformhaus gibt es auch Halva. Oh, toll. Na, ja. Umso besser. Sehr schön. Okay, meine Lieben. Ich schlage vor, ihr schaut erstmal zu. Und dann macht ihr das. Gibt es noch eine Frage? Christina Margeli meinte nur gerade, ein bisschen kurz warten, einen Moment, wenn möglich. Oh mein Gott, gerne. Ich trinke was. Ich guck mal nach den, ich rieche sie schon. So auf jeden Fall rieche ich etwas. Ja. Aber ich gebe den noch mal, guck mal, die sehen schön aus. Ich gebe den auf jeden Fall noch mal 2 Minuten. Bei 2 Minuten gibt den nicht unbedingt Farbe. Aber es gibt den einfach, es macht es mehr, es trocknet das ein bisschen aus. Und das ist ganz gut. So. Okay, meine Lieben, ich lege jetzt los. So, ich will das jetzt einfach mal aufrollen. Wie gesagt, ich hätte gern, dass ihr lieber kurz mal zuschaut, als dass ihr versucht zuzuschauen und gleichzeitig mitzumachen. So, wir wollen, dass das ziemlich eng aufgerollt wird. Ne? Es ist so ein schöner Teig. Oh mein Gott. Okay. Jetzt warte ich gern auf euch, bevor ich das weitermache, damit wir das so Schritt für Schritt machen können. Seid ihr so weit, dass ihr das aufrollen konntet? Ja? Dann würde ich einfach kurz auf euch warten. Nicole sagt, ihr wollt. Ah ja, sehr gut. Tanja heute dabei. Oh, hey Tanja. Hey, mein Gott, wie geht's euch denn? Oh Mann, wir kennen uns. Wann haben wir dann unser erster Barkurs? Das muss in Swiss Hotel gewesen sein. Ja. Und ich meine, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre her das ist. Das ist schon bestimmt 10 Jahre, 8 Jahre. Oh, 10 Jahre, meinst du? Na, warte so mal. Viel. Jetzt ist 2021. 2009 habe ich bei Bakumis angefangen, sozusagen. Es ist also schon eine Weile her. Es gibt so ein Kontingent von Leuten. Oh, okay, Moment. Okay, ihr könnt weitermachen. Ich nehme erstmal. Oder seid ihr auch so weit mit eurem... Wie sieht das denn aus? Ja, okay, die nehme ich jetzt. Tanja sagt Hallo. Hallo, liebe Tanja. Hi. Sehr. So, die nehme ich jetzt raus. Und... Oh mein Gott, es duftet. Ja, Simon ist like, oh mein Gott, ich muss was essen. Es riecht so schön. Also, oh, okay. So, abkühlen. Oh mein Gott, so ein Chaos hier in meiner Küche.
Normalerweise bin ich so ordentlich. Oh mein Gott, ich räume alles auf. Okay, so, sind wir jetzt soweit? Okay, so, wir haben das jetzt aufgerollt. Ich habe jetzt eine, in Kastenform jetzt vorbereitet, ein bisschen leicht eingebuttert. Wenn ihr Angst habt, dass es in die klebt, dann würde ich euch empfehlen, auch ein Stückchen Backpapier reinzutun. So, kennt ihr das? Ja. Ich habe ein lose Boden, so hier, so, dass ich keine Angst habe. Okay, es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder wir binden die Enden zusammen, wir drehen das um sich und wir legen das da rein in die Backform, oder wir schneiden das durch die Mitte. Das ist wie eine OP, ganz ehrlich zu sein. Wir schneiden das durch die Mitte, wir öffnen das, wir schlingen das umeinander und dann kommt es da rein. Also ich würde sagen, Option B klingt komplizierter und deswegen vielleicht schöner zu zeigen. Ja, ich werde das euch mal zeigen und ich werde euch mal sagen, was ganz wichtig ist. So, erstmal, ein scharfes Messer ist wichtig. Es ist auch wichtig, dass die Backform bereit gelegt ist. Dann ist es wichtig, dass ihr schnell und leicht arbeitet. Weil ansonsten, was passiert ist, der Teig geht auf und der Teig macht, ja, und dann hast du halt die Füllung überall. So, bitte nicht mitmachen, bitte kurz mal einmal mal zuschauen, ja? Wir fangen an. Das heißt, ich schneide das einmal hier. Nicht ganz durch, oder? Ganz durch. Okay, sehr gut. Ganz durch. Stimmt, ich höre den. Also. So, und dann gucke ich einfach mal. Das ist wirklich ganz durchgeschnitten, ne? Lilly, meine Kastenform ist nicht groß. Kann ich den auch in eine Springform legen? Ja, ich meine, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Ja. Wenn, oder? Ja, kannst du machen. Okay. Jetzt haben wir das jetzt aufgeschnitten. Ich lasse das hier unten noch zusammen. Und jetzt mache ich einfach mal so. Na? So. 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 Und dann, ich krempe das unter sich und das kommt dann in die Backform. So. Okay, meine Lieben. So ist das. Okay. Und jetzt lasse ich das nochmal schon. Was habe ich hier geschrieben? Ja, ich würde das schon mal so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde gehen lassen. Jetzt müsst ihr das wirklich gehen lassen. Also ich meine, jetzt haben wir vielleicht ein bisschen geschummelt und gesagt, okay, wir wollen jetzt weiter mit dem Teig. Das ist ja auch berechtigt. Aber jetzt, vor dem Backen, jetzt müssen wir den richtig gut gehen lassen. Und ich sage euch, ich werde jetzt... Ich hatte das bei 35 Grad und ich fand das ein bisschen zu warm. Aber wie gesagt, wir wollen nicht, dass die Butter austritt. Insofern werde ich das jetzt auf 32 Grad unterstellen. Genau. Und jetzt, ich gucke mal nach einer halben Stunde halt, wie das aussieht. Okay. Ja. Das tue ich auf 175 Grad. Und ich nehme auch schon ein Gitterhaus. Oh mein Gott, ich habe echt Muskelkater. Ich habe wirklich. Das ist kein. Ich habe so viel halber gegessen, dass ich wirklich gesagt habe, ich muss eine Dreiviertelstunde Fahrrad fahren. Und also, das war wirklich ein bisschen viel. Also, ich habe halt. Kennt ihr das? Kennt ihr Peloton? Peloton ist so ein elektrischer Fahrrad, die man halt zu Hause hat, weil man jetzt nicht
unbedingt, oder zumindest in Berlin kann man zum Sportstudio gehen. Und das habe ich vor einem Jahr gekauft. Ich liebe das über alles. Also ich finde das, erstmal kann das nicht mehr hören. aber ich liebe das wirklich, weil ich habe immer halt jeden Tag Sport. Ich mache morgens eine Viertelstunde Yoga, damit ich überhaupt irgendwie aufstehen kann. Und dann abends fahre ich normalerweise eine halbe Stunde. Wie gesagt, gestern habe ich so viel halbe gegessen. Ich dachte, ich muss länger fahren. So, zwei Sachen. Jetzt zurück zu den Shortbreads. Solange ein Shortbread warm ist, ist das super zerbrechlich. Da dürft ihr das nicht anfassen. Wirklich nicht. Ihr müsst das jetzt einmal aufs Backblech, auf dem Backblech lassen, gut abkühlen lassen. Dann ist es sehr stabil. Und dann ist es so stabil, dass es einfach so wie das. Also, Es ist so lecker. Sieht ihr, das hat eine ganz leichte Textur. Also es ist nicht wie Pappe. Also es lässt sich einfach total gut brechen. Und man merkt, oh toll. Das hat einmal diese Leichtigkeit, das ist ganz wichtig. Das hängt mit den Zutaten zusammen, also mit dem Anteil an Stärke. Und es hängt auch damit zusammen, dass wir den Teig nicht überarbeitet haben. Das sind zwei sehr, sehr wichtige Sachen. So. Nimmt erstmal ein Stückchen Kaffee oder Tee oder Wasser. Das mache ich auch. Dann zeige ich euch eins meiner Lieblingsrezepte. Oh mein Gott. Ich habe vergessen. Wenn die Shortbreads aus dem Ofen kommen und ihr habt noch ein bisschen übrig, jetzt einfach darauf. Einfach ein bisschen drauf sprenkeln. Also ich finde, das hat ein, es ist einfach super schön, auch gerade mit sehr feinem Zucker. Sie nehmen Rohrzucker, kann man auch. Und als ich in Schottland war, Schottland hatten auch eine extra, ja, so eine extra Sprenkeln. Von ganz feiner Zucker. Und ich fand das so schön, dass ich gedacht habe, okay, ich mache das auch. So, ja, wunderbar. Okay, so. Was ich euch zeigen wollte, oh ja, ist, oh, also es fing eigentlich alles so an. Eigentlich fing das im Juli 2020 an. Dass ich dann wieder bei CDF war, bei voller Kanne, wieder auf Sendung, wie seit langem nicht mehr. Und ich wollte ein einfaches Rezept machen. Ich wollte was machen, was einfach jeder machen kann, weil das ist der Wert des Rezeptes, ist, wenn jeder das machen kann. Und dann habe ich halt draußen im Garten das machen müssen, was irgendwie auch schöner klingt, als es tatsächlich ist, manchmal eher schwierig. Und ich habe dann Heidelbeeren-Pancakes gemacht. Und ich war in, also gut, es war 6 Minuten, aber ich war in 6 Minuten fertig, weil es ein ganz einfaches Rezept war. Und ich war in 0,x fertig. Und dieses Rezept wollte ich euch gerne jetzt zeigen, weil vor einigen Tagen hat uns jemand geschrieben, ob ich ein schönes Rezept habe für Pancakes. Und ich denke, Pancakes ist einfach das. Das will man können, das soll man können und das muss nicht kompliziert sein. So, ich zeige euch das und dann nachher gebe ich euch den Link zu dem Video und zu dem Rezept. Ich habe es gerade rausgesucht, ich schicke es in den Chat. Perfekt. Ja, Esmei macht das. So, wir haben Mehl, 280 Gramm Mehl. Jetzt muss ich mal gucken, dass es nicht zu heiß wird. Wir nehmen...
Wir nehmen Buttermilch. Und weil wir Buttermilch nehmen, nehmen wir einen Teelöffel Natron. Weil Natron braucht Säure, um zu reagieren. Nochmal ganz kurz, das ist jetzt ein Zusatzrezept, weil du ein bisschen Leerlauf hast, ne? Ja, es ist einfach ein Zusatzrezept. Es geht nicht darum, dass ihr mitmacht. Es geht nicht darum, dass ihr das aufschreiben sollt oder so. Wir schicken euch den Link. Dann könnt ihr alles in Ruhe nachlesen. Ich habe gedacht, während der Teig noch geht und während die Shortbreads abkühlen und wir haben noch ein bisschen Zeit, ich zeige euch was, was ihr danach auch selber machen könnt und einfach jeden Tag umsetzen könntet. Und so, wir haben jetzt Buttermilch. Okay, wenn ihr kein Buttermilch habt, das ist kein Problem. Ihr könntet mehrere verschiedene Sachen machen. Ihr könntet Milch nehmen mit ein bisschen, so, das ist jetzt 250 Milliliter, ne? 275. Es ist nicht, ich habe 250 abgemessen, ne? Oder? Nee, habe ich nicht, okay. Das ist 250 Milliliter Buttermilch. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr Milch nehmen mit einem Teelöffel Essig. Oder mit einem Teelöffel Zitronensaft. Oder ihr nehmt eine Mischung aus Joghurt und Milch. Es muss Säure haben. Ja. Weil das ist nämlich der Unterschied zwischen Backpulver und Hausnatron. Ist das nicht dasselbe? Jemand fragt gerade im Chat. Nein, das ist überhaupt nicht dasselbe. Guck mal. Backpulver hat zwei Komponenten. Das ist letztendlich das ist interessant. Das ist eigentlich Natron und Säure. Deshalb gibt es halt Weinstein-Backpulver. Weinstein-Backpulver. Weinstein ist eine Art Säure, das stabilisiert. Und dann hast du Triebmittel. Da ist bei Backpulver diese Säure schon drin in den Komponenten. Und es reagiert mit Flüssigkeit und es reagiert nochmal, wenn es erhitzt wird. Müssen wir gucken, dass das jetzt nicht so schnell so heiß wird. Ja. Bei Natron ist es eine einfache Komponente. Das ist nur Natron, also Hausnatron, Bicarbonate of Soda. Und es braucht Säure, sonst agiert das nicht. Das heißt, es reagiert mit Säure. Es reagiert mit der Säure, es reagiert mit der Flüssigkeit und dann reagiert es ein letztes Mal, wenn es erhitzt wird. Die sind nicht austauschbar. Das sind sie einfach nicht. So, dieses Rezept ist basiert auf Joghurt oder Buttermilch oder Milch mit Säure. Dann haben wir hier ein bisschen Zucker, also ein Esslöffel Zucker. Aber für mich müssen Pancakes nicht unbedingt zu süß sein. Und zwei Eier. Das sind Eier von Karen, man merkt, weil sie einfach groß sind. Wenn ich die Eier von den Kleinen nehme, brauche ich echt 3 für 1. Und das wird einmal ganz leicht aufgeschlagen. Und dann kommt jetzt die Buttermilch dazu. Und dann kommt dann kommt hier Butter, geschmolzen, aber nicht so heiß. Dann, wir wechseln, ganz wichtig, kein Schneebesen mehr. Jetzt haben wir Mehl, Natron und Salz. Und jetzt kommt das alles auf einmal hier rein. Und dann wird es einfach unterhoben. Man hört, wie es knistert. Man hört wirklich, wie es knistert. Okay, das war's, meine Lieben. Bitte nicht noch mehr rühren, sonst werden die Pancakes hart und zäh und nicht so, wie wir wollen. So, dann
Dann nehme ich, irgendwie letztes Jahr habe ich diese Portionierer gekauft und ich dachte, so, oh mein Gott, ich habe nicht gewusst, dass es nicht so groß ist, aber dann habe ich gemerkt, es ist für Pancakes perfekt. Und ich habe euch gesagt, wir machen Heidelbeeren-Pancakes. Einen Moment. Ich habe zwei verschiedene Heidelbeeren. Ich habe frische Heidelbeeren aus Spanien und ich habe TK-Heidelbeeren. TK-Bio-Heidelbeeren. Die gehen auch. Ich zeige euch, wie das geht. So, wir haben jetzt. Jetzt mache ich ein bisschen Butter hier rein. Das merkt man. Okay. So, das ist schön heiß. Und dann, ich habe so viele. Okay. Und dann nehme ich eine Portion. Jetzt mache ich die Heidelbeeren oben drauf. Anstatt in den Teig. Der Vorteil ist, dass die behalten ihre Integrität besser, sage ich mal. Oder wir können auch, und das ist, was komisch ist, wir können einfach auch die TK-Beeren immer noch tiefgekühlt, einfach so nehmen. Stimmt, da kann man auch andere Beeren nehmen? Wie Himbeeren, Himbeeren, Brombeeren, sowas? Also Brombeeren sind meiner Meinung nach nicht passend, weil die haben die Kerne und die nicht, man kann das probieren. Für mich ist das halt Blueberry Pancakes. Ja, also klassisch. Ja, das ist einfach klassisch und sieht schön aus. Mhm. Und sind ja während das jetzt vor sich backt, oder wie auch immer man das nennt, ja, habe ich ein paar Fragen. Oh ja, gerne. Okay, sehr gut. Und zwar, ich fange mal von oben an. Christiane fragt, warum kommt in vielen Rezepten Natron und Backpulver und nicht nur eine der beiden? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, das ist oft bei Cookie-Rezepten. Simon ist da. Oh, sorry, Simon. So. Das ist eine sehr gute Frage und das hat damit zu tun, dass wenn man nicht so sehr will, dass es ein bisschen Leichtigkeit hat, ein bisschen aufgeht, wie zum Beispiel bei den Brownie-Rezepten, dann nehme ich oft nur Natron. Manchmal möchte ich aber, dass die Oberfläche von den Cookies diese Risse hat. Und um das zu erzeugen, nehme ich auch einen Anteil an Backpulver. Das heißt, ich nehme Natron, ich nehme Backpulver, die Cookies gehen ein bisschen auf und dann gehen sie wieder ein und haben sie eine wunderschöne Oberfläche. Und das, ich stelle fest, ich mag das. Und ich stelle auch fest, dass ich finde, dass das wichtig ist, bei den Rezepten dann beides zu nehmen. Moment. Und boom. Was ganz schön ist bei diesen Pancakes, ist, die sind sehr fluffig. Also wir haben so eine Art Diskussion bei uns zu Hause, weil ich mache auch Sauerteig-Pancakes am Sonntagmorgen. Und mein Mann liebt das, weil die Sauerteig-Pancakes, die sind richtig schön, die sind super flach. Und ich mache die, ehrlich gesagt, so groß wie die Pfanne, mein Essen, meine Pfanne 1. Was ich aber auch sehr schön finde, sind Pancakes, die wirklich diese Höhe haben. Ich finde das super lecker. Und jetzt, was ganz wichtig ist bei den Pancakes, ist, wir dürfen sie nicht drehen und drehen und drehen und drehen. Jetzt müssen wir einfach gucken, dass wenn wir die jetzt hier von der Pfanne wegnehmen, dass die einfach fertig sind. Die dürfen wir, wenn man die dreht und guckt und dreht und guckt, was passiert ist, dass die Textur irgendwann mal hart und zäh wird. Wo ist denn das Rezept für Sauerteig-Pancakes? In welchem Buch? Das Rezept für Sauerteig-Pancakes ist es gibt ein Rezept in der Backschule. Das ist ganz, ganz toll. Weil das Ding ist mit Sauerteig. Wir müssen den Teig, ich zeige euch mal. Wir müssen den Teig
immer wieder ist das jetzt eine kleine Menge an Sauerteig, was ich habe. Ich habe noch mal ein Glas da drin mit ganz großer Menge an Teig. Der Sauerteig ist. Ich habe den jetzt in den Kühlschrank gestellt, damit er einfach ein bisschen schläft. Weil ich will jetzt nicht mit Sauerteig machen. Aber wenn ich zum Beispiel später heute, meine, der ist sehr schön. Wenn ich später heute was mit Sauerteig machen wollen würde, oder morgen, dann würde ich den nochmal füttern. Und der ist so schön. Oh mein Gott. Wenn ich den füttere, dann muss ich hier was wegnehmen. Weil es ist wie, wenn man nur ein Stück Pie hat und man hat super viele Leute, die es essen wollen, ist das schwierig. Wenn man wenige Leute hat, dann ist jeder mehr davon satt. Und das ist der Prinzip jetzt mit Sauerteig, weshalb man einen Teil wegnimmt und das dann füttert mit Mehl und Wasser, damit es einfach ein bisschen geweckt würde, ein bisschen was zu fressen hat, der Sauerteig. Und daher habe ich jetzt, der Grund, weshalb ich das alles erzähle, das ist der Grund, weshalb ich dieses Rezept entwickelt habe, Sauerteig-Pancakes. Das heutige Rezept? Ja, genau, um das nicht einfach mal wegzuschmeißen, sondern dass man was damit macht. Weil Lilly sagt nämlich, Sauerteig dürft immer auch im Kühlschrank. Oh, das ist nicht gut. Weißt du, woran das liegen könnte vielleicht? Es verdirbt. Auch im Kühlschrank. Ja, das ist unglücklich. Also, was ich zum Beispiel mache, wenn ich einen Sauerteig ansetze, ist, ich nehme Ananassaft oder Apfelsaft. Weil man gemerkt hat, dass Ananassaft und Apfelsaft, dass beide Säfte bestimmte Enzyme fördern und bestimmte Bakterien nicht fördern. Und wenn es halt, wenn du das Gefühl hast, oh, der Sauerteig ist nicht glücklich, ist wahrscheinlich, weil irgendwelche Bakterien da drin sind. Aber ich zeige euch nochmal was. Moment, will ich nur noch ein bisschen, mache ich jetzt ein bisschen kleiner. Danach essen wir Blueberry Pancakes. Das auf jeden Fall. So, ich mache eine Handvoll von den frischen. Seht ihr, wie die haben einfach, die sind richtig dick. Was ist das hier? Oh, wir essen das nachher. Ich liebe das mit Ahornsirup. Oh, mein Gott. Wir müssen nur mehr Sport jetzt danach machen. Okay, aber ich zeige euch mal. Ich weiß nicht, wer das jetzt die Frage gestellt hat wegen Sauerteig. Aber ich kann euch mal was zeigen. Okay. Was länger im Kühlschrank ist bei mir. So. Das ist ein Sauerteig, der länger bei mir im Kühlschrank ist. Und man merkt, es gibt so ein bisschen Flüssigkeit hier. Ne? Das ist kein Problem. Weil ich schlage das einfach mal auf, so dass sich das alles wieder bindet. Und dann würde ich den, ich konnte den natürlich auch, das werde ich glaube ich nicht machen. Ich werde den einfach mal jetzt, weil wir Zeit haben, ein bisschen zufüttern. Und zwar nehmen wir als erstes natürlich die Waage. Nehme ich nur erstmal Wasser. Ups. Nehme ich mal 100 Milliliter Wasser, 100 Gramm Wasser. Ich rühre das erstmal, damit es ein bisschen dünner ist. Wie lange ist denn so ein Sauerteig gut? Oh mein Gott. Es gibt Leute, die Sauerteig haben, das ist 100 Jahre alt. Das kann nicht schlecht werden. Wow. Also so nicht schlecht. Wenn es schlecht wird, ist es ein Zeichen dafür, dass irgendwelche, dann nehme ich auch 100 Gramm Mehl. Das ist jetzt ein bisschen sehr voll, also das ist vielleicht kein optimales Beispiel, aber ich habe letztens eine Freundin ganz viel Sauerteig gesehen. Oh, Moment.
gibt Ricotta Pancakes von dir. Oh ja, oh, das ist in Let's Bake. Ricotta Zitrone ist das. Die sind sowas von lecker. Aber das ist mehr Arbeit. Also da muss man irgendwie das Eiweiß aufschlagen, man muss irgendwie Zitrone abnehmen. Also man muss irgendwie verschiedene Sachen machen. Und jetzt bei diesem Rezept, ich sage euch, das ist verblüffend, wie einfach das ist und wie lecker das schmeckt. Okay, das ist jetzt mein Sauerteig, den ich jetzt zugefüttert habe. Also wenn es im Kühlschrank ist, das dürfte nicht schlecht werden. Vielleicht musst du das einfach öfter mal nachschauen und gucken, dass es vielleicht mal ein bisschen umgerührt werden will. Aber ansonsten, wenn der Sauerteig in den Kühlschrank geht, kann sich da lange Zeit einmal ruhen. Da kann ja wirklich nichts passieren. Und wenn ich den wieder nehmen möchte, dann setze ich den einfach raus. Ich füttere den und dann... Hast du gar keinen anderen Saft oder Apfelsaft reingetan? Aber das würde man jetzt auch machen. Oder habe ich das falsch verstanden? Nee, jetzt darf man das nicht mehr machen. Also man setzt es an, erstmal Ananassaft und Mehl. Und dann, man füttert das immer in den ersten Tagen, ersten 4-5 Tage. Moment, ich muss das jetzt irgendwie. Und dann irgendwann mal nimmt man nur Wasser und nicht mehr Saft. Okay. Und sag mal, Birgit hat nur Roggensauerteig. Kann sie den auch nutzen? Für die Pancakes zum Beispiel? Ja, warum nicht? Klar. Ich habe noch eine Frage. Paul in Amerika fragt. Liebst du mich noch? Und wenn ich heute fliege, kriege ich morgen Blueberry Pancakes. Ist Harvey dabei? Nein, das gibt's doch gar nicht. Doch, er ist dabei, ja. Oh mein Gott, ich könnte jetzt fallen. Ich vermisse ihn so sehr. Oh mein Gott, honey, I really miss you. Like we're holding on by a thread. Ja. So, gibt es noch? Aber das sind nicht die Lieblings-Pancakes. These are my favorite pancakes. Your favorite pancakes are actually the sourdough pancakes. But you know what? These are just going to be delicious. As a matter of fact, it's gotten like very hot. I'm going to eat these afterwards. So, ich sage euch noch eine Sache. Und zwar, keine Angst vor Hitze. Und auf gar keinen Fall eine beschichtete Pfanne nehmen. Beschichtete Pfannen sind der Teufel. Die sind genauso schlimm wie Silikon-Backform. Die weisen so viele Hitze ab. Die verteilen keine Hitze gut. Viel besser ist es wie so eine gusseiserne, das ist von Le Creuset. Was auch ganz toll ist, ist diese Eisenpfanne. Das wird mit der Zeit besser und besser und besser. Es verteilt die Hitze wirklich optimal. Es ist ganz toll. Ich kann euch das vom Herzen empfehlen. Auch die gehen nie kaputt. Also es ist einmal gekauft, hast du für immer. Aber diese beschichtete Sachen, die müsst ihr wegtun. Das kann man nicht machen. Ich finde sie wirklich, wirklich schlimm. Was hältst du von Kupferpfannen, Cynthia? Oh, das finde ich schön. Ich habe auch ganz viele Kupferpfannen. Ich stelle fest, dass die am schönsten aussehen, wenn sie sehr kupfermäßig noch leuchten. Aber das Kupfer, was sehr schön ist, es verteilt die Hitze einfach sehr schön. Und jetzt, sorry für die Heilige. Und jetzt, die sind innen dann immer, damals war das mit Aluminium, jetzt ist es wirklich mit Edelstahl innen, sodass man bedenkenlos alles mit dem machen kann. Und dick da, wie schön das ist. Wenn das ist ein schöner Pancake, oder? Sorry, ja, Esme? Wir haben gerade unterschiedliche Materialien. Ja. Svenja fragt, gibt es einen Unterschied zwischen den Kitten Edelstahl und Glas? Unterschiedliche Sachen. Oh ja, also ich meine, was gut ist mit beiden Sachen, ist, weder Edelstahl noch Glas ist porös. Und insofern ist das halt... Das ist immer optimal. Also Plastik ist einfach porös. Das heißt, Plastik kann, also da musst du immer aufpassen, zum Beispiel bei diesen Teigschaben, die dunklen, also die farbigen, die sind für mich immer für Sachen, die nicht süß sind. Sachen, wo ich Knoblauch oder Gewürze oder
Zwiebel benutzt habe, weil sie einfach toll sind. Sie nehmen den Geschmack an und das kriegt man einfach nicht weg und das überträgt sich. Jetzt bei KitchenAid, also mit Glas behält die Hitze länger als Edelstahl. Edelstahl ist ein bisschen wie Aluminium. Also das wird schnell heiß, kühlt schnell ab. Das ist vom Vorteil. Ich meine, viele Leute mögen nicht Glas in der Küche, weil wenn das kaputt geht, dann hast du halt Glas überall. Ich mag es Edelstahl. Ich finde, dass es irgendwie so pflegeleicht ist. Also jetzt habe ich diese große Messbecher, ist das. Das ist von einer KitchenAid-Maschine. Die Maschine ist bei mir im Geschäft. Aber ich benutze trotzdem gerne das Glas. Ich finde, der Hauptunterschied ist, dass du siehst hier, was drin ist. Das sieht man beim Edelstahl nicht. Aber von den Eigenschaften, nee, das hebt sich nicht so sehr voneinander. Und zu der darf man die Eisenpfanne in den Spülmaschine legen oder nicht? Auf gar keinen Fall. Aber man braucht das nicht. Also ich meine, man könnte das, aber guck mal, was man will, man sagt auf Englisch, das ist Season. Das ist wie ein Wok. Also ein Wok wirst du auswischen, aber du wirst gucken, dass diese Öl, mit dem man Sachen kocht, dass es so diese leichte Film gibt. Weil dann ist es halt, dann ist es echt optimal. Also sowas würde man nicht unbedingt in die Spülmaschine tun. Und Katrin hat noch eine Frage, und zwar in deinem Buch schreibst du, dass man Babka auch in der Muffinform backen kann. Ja, das kannst du machen. Dann würdest du die natürlich auch alle kleiner machen. Und wie lange wären die dann im Ofen? 20 Minuten, 15 Minuten, da müsst ihr mal gucken. Steht das nicht im Rezept? Also ich habe auch, bevor den Backkurs im Buch geschaut, das steht in der Tat im Buch, aber ich weiß nicht, ob da auch die Backzeit steht. Das war jetzt in Backschule, richtig? Ich glaube, das war in der Backschule. Das wird wie Pyrolstein, das wird bestimmt so 20 Minuten. Ich habe, ohne Witz, ich habe genau die Seite aufgemacht. Ich glaube, das steht nicht bei dem Rezept, sondern das steht bei dem anderen Rezept. Also hier bei Babka steht es nicht Babka, genau. Ja, mit dem Zimt. Es gibt so Zimt und Walnüsse, genau, auf der nächsten Seite. Ich gucke mal, wie unsere. Also diese Pancakes sind so, ich freue mich so sehr. Jetzt. Also um die 20 Minuten circa. Ja, würde ich einfach mal sagen. Gut, ich glaube, ich habe den Stau. Ich finde, ich komme mal zu euch. Mhm. Ich finde, dass das super schön aussieht. Seht ihr, wie das gegangen ist? Ich glaube, es werde backen jetzt. Was hier unbedingt darauf zu achten ist, wenn wir das jetzt für 50 Minuten backen, bitte echt nach 25 Minuten schauen. Und wenn ihr das Gefühl habt, weil das ist alles, das ist so offen da, wir müssen aufpassen, dass es nicht einbrennt. Dann würde ich stelle das erstmal in den Ofen. Kurze Frage noch zwischendurch. Ja? Wenn man den Babka einfrieren wollen würde, würde man das jetzt vor dem Backen machen oder nach dem Backen? Oder gar nicht? Ist natürlich auch die dritte Variante. Also ehrlich gesagt würde ich das nachdenken. Ich zeige euch mal einen Moment. Stellt mir so viele Fragen. Okay. Ja. So. Zu der Frage. Hier im Gefrierfach, wo habe ich das denn? Ah ja. Ich habe einen Prototyp gemacht aus verschiedenen Zutaten, die jemand mir gegeben hat. Habe ich so einen Babka gemacht. Ich habe so einen Mini-Babka gemacht. Und dann habe ich gemerkt, oh mein Gott, wir werden das nicht aufessen. Also was ich gemacht habe, ich habe das erstmal geschnitten und dann eingefroren. Und jetzt, wenn wir das essen wollen würden, können wir das einfach mal in den Toaster tun und gleich essen. Aber es kommt drauf an. Also klar, man kann das einfrieren jetzt. Bevor man das ein zweites Mal gehen lässt, könnte man das einfrieren. Man könnte das in jeder Schritt einfrieren. Wenn man das einfriert nach dem Backen, dann ist es ganz wichtig, dass es absolut zu 100% abgekühlt ist. Weil wenn nicht,
Wenn es ein bisschen warm ist und wir wollen das einfrieren, dann entstehen halt, ich muss das jetzt umdrehen, sorry, entstehen halt Kristallen, Eiskristall, oh mein Gott, das ist ein bisschen zu viel. Und dann ist es nicht gut. Also dann nicht. Guck mal, seht ihr? Da sind ja schon kleine Bläschen. Also es war hungrig. Ich würde so gerne mal Sauerteig mit euch machen. Vielleicht sollen wir das mal machen, dass wir, vielleicht sollten wir mal Sauerteig machen. Wir können mal am Ende einer Backkurs den Sauerteig ansetzen. Dann können wir über Instagram gucken, dass es euer Sauerteig gut geht, jeden Tag. Und dann, nach 2 Wochen, dann können wir gucken, was wir alles mit dem Sauerteig machen können. Aber ich denke wirklich, ihr solltet keine Angst vor Sauerteig machen. Es ist genauso wie alle Sachen, die wir heute gemacht haben. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Da kommt ihr echt am Ziel, da kommt ihr auch hin. Ja? Ansonsten mal, okay, eine letzte Sache. So, ich habe euch gesagt, dass wir backen halt jetzt den Backteig. Dann nach 25 Minuten, ich tue die jetzt, sorry. Jetzt tue ich das mal hier weg, damit sie nicht mehr kochen. Also du bekommst ganz viel Zuspruch hier, Cynthia, mit dem Sauerteig, mit der Idee. Ja, es ist eine gute Idee, ne? Weil ich finde, es gibt so viel, was über Sauerteig geschrieben wird. Und es ist manchmal, es ist so kompliziert. Es ist wirklich, vertraut mir, es ist nicht so kompliziert. Das finde ich ganz wichtig. So, jetzt mit dem Backer. Ihr nehmt ein Stück Backpapier, faltet es durch die Mitte, und dann macht ihr so ein kleines Zelt. Dann macht ihr ein kleines Backzelt. Und nach 25 Minuten, eine halbe Stunde, ihr schaut bitte nach. Wie sieht die Oberfläche aus? Wenn die Oberfläche anfängt, zu viel Farbe anzunehmen, wo ihr denkt, oh mein Gott, Backe ist fertig. Diese Backe braucht 50 Minuten. Das ist einfach so. Das ist ein sehr dichter Teil und sehr viel Führung. Es braucht die Zeit, das nicht frühzeitig aus dem Ofen nehmen. Lieber abdecken. Mit Backpapier lieber nicht mit Alufolie, sondern mit Backpapier, damit die Hitze noch zirkuliert, damit es weiterhin auch schön backt, damit es aber keine weitere Farbe annimmt. Und dann für die letzten 5 Minuten könnt ihr das wegmachen, immer prüfen, wie die Farbe aussieht und das dann zu Ende backen. Ich habe noch eine Frage zum Babka, und zwar könnte man auch herzhaftes Babka machen oder würde das nicht so passen? Kann man machen. Why not? Also ich meine, das ist nicht traditionell. Traditionell ist ein Backe immer süß. Aber meine, dann würde ich den Teig ein wenig anders machen, glaube ich. Oder es gibt halt andere Teige, die für eine herzhafte Füllung sich besser eignen. Würde ich mal sagen. Also ich finde, dass dieser Teig, das ist ähnelt so ein Brioche-Teig. Das ist ein bisschen süß, das ist ein bisschen butterig und da ist alt und da sind alle diese Sachen drin. Und ich denke, wie gesagt, so ein Kartoffelbrotteig oder es gibt so andere Teige, die sich besser dafür eignen. Lilly schreibt gerade ein Pizza-Babka. Pizza-Babka könnte man machen, aber wie gesagt, also dann würde ich würde einen anderen Teig machen. Dieser Teig ist für mich die Idee, ein Brotteig oder einen Teig zu füllen mit herzhafter Füllung. Man könnte ein Pesto nehmen, man könnte auch das mit getrocknete Tomaten nehmen, man könnte sich richtig austoben. Aber dann ist es echt ein anderer Teig. Sehr gut. Euer Petra, wie bewahre ich das Shortbread am besten auf? Das war vorhin schon eine Frage, da wäre ich noch nicht dazu gekommen. Dicht, immer luftdicht. Gebäck mag keine Luft. Ich wollte sagen, keine Luft. Also Gebäck mag keine Luft. Also Luft enthält immer Feuchtigkeit und das Gebäck mag es nicht. Das zieht dann die Feuchtigkeit an und dann ist die Textur nicht schön. Und man muss einfach sagen, dass Textur und Geschmack, die sind verzahnt. Und wenn die Textur nicht richtig ist, dann ist der Geschmack ist auch nicht stimmig, dann ist das Gesamte nicht stimmig. Ja,
Das sind erstmal alle Fragen. Ich habe alles aufgeholt jetzt. Okay, ja. Also und dann, okay, das ist jetzt 12 Uhr. Also ist euer Backe, ist es im Ofen? Habt ihr das jetzt im Ofen oder lässt ihr das noch ein bisschen ziehen? Noch keine Rückmeldung. Aber es habe im Ofen, schreibt Nicole. Lea schreibt, geht gleich in den Ofen. Okay, ich finde das richtig, dass ihr wirklich mit dem zweiten Gang, Gehgang, sage ich mal, dass ihr ein bisschen mehr Zeit nehmt. Das ist ganz wichtig und nichtsdestotrotz finde ich das gut, dass wir manchmal in dem Backkurs Hefeteig machen. Nicht, weil das Timing optimal ist, das ist einfach so, sondern weil ich euch Schritt für Schritt bestimmte Sachen zeigen kann, was für euch gut und wichtig ist zu wissen, damit ihr damit besser umgehen konntet. So, ja. Ja, perfekt. Also einige schreiben, bei denen ist schon im Ofen, bei denen geht es gleich in den Ofen, einige warten noch, also wirklich total individuell. Diese Geduld haben, ja. Die Leute, die mir immer wieder schreiben, oh, ich habe Angst vor Hefeteig, Hefeteig gelingt nie mit mir. Okay, ein paar Sachen. Wenn ihr keine Lust habt, frische Hefe zu prüfen, ob das aktiv ist, dann nehmt doch einfach bitte immer Trockenhefe. Trockenhefe gelingt immer. Trockenhefe verkraftet mehr Hitze als frische Hefe und Trockenhefe kommt direkt ins Mehl hinein. Also das müsst ihr nicht vorher prüfen oder sonst was. Das macht das Gelingen sicherer. Dann die Zeit. Gibt dem Teig die Zeit, die es braucht, um zu gehen. Das ist ganz wichtig. Weder überknicken den Teig noch unterknicken den Teig. Und einfach das Üben macht den Meister. Sozusagen. Ich bin ein lebendes Beispiel dafür. Umso mehr ihr das macht, desto besser werdet ihr mit Hefeteig auskennen. Und dann, wenn ihr einmal einen Hefeteig drauf habt, dann könnt ihr alles damit machen. Dann ist euer Wissen und eure Erfahrung, könnt ihr auf jede Hefeteig beziehen. Egal, ob das süß oder herzhaft. Wir können Croissant-Teig machen. Also wir können so viele Sachen machen. Man muss sich das einfach zutrauen. So. Ich tippe ganz wild, aber nur weil ganz viele Leute ganz viel positives Feedback geben und sich freuen. Danke für den Kurs, hat Spaß gemacht und bin gespannt auf das Ergebnis. Danke auch für die Moderation. Auch sehr gerne, Verena. Steffi sagt erstmal geht es gar nicht. Nee, aber ich finde, es gibt immer noch viele Sachen. Also ich meine, für uns, also für mich ist das Thema immer, dass ich im Voraus bekannt geben muss, was machen wir in den Backkurs? Und dann später denke ich mir, oh, aber wir sollen eigentlich auch mal Sauerteig machen. Oder ich würde super gerne Zucker thematisieren. Ob das Rohrzucker oder Rohrzucker oder ein Vorzucker, hell oder Vorrohrzucker, dunkel. Oder brauner Zucker. Was ist brauner Zucker? Was ist der Unterschied zwischen brauner Zucker, Rohrzucker, Rohrzucker? Sind die auseinander? Also was ist der Unterschied zwischen Zuckerraffinade und Puderzucker? Kann ich zu Hause selber Puderzucker machen, wenn ich das nicht habe? Also alle solche Sachen. Aber wir müssen gucken, dass wir in der Zeit bleiben. Das ist für mich ganz wichtig. Weil ich möchte, dass ihr noch einen schönen Sonntag habt. Ich möchte, dass ihr auch an eurem Sonntag auch das Gebäck genießt, was wir heute machen. Und deshalb, ich muss schauen, wie ich das alles so nach reinbekomme. Ja, ich gucke nach Esme, ob sie noch was zu vermitteln hat. Ganz viel positives Werk. Wäre klasse. Ja, und auch, weil ich immer in diese Fragen bekomme, oh, kann ich Zucker ersetzen mit Agavendicksaft oder mit Xylit oder mit was weiß ich was. Und ich meine, das sind immer viele Themen, die wir aufgreifen können. Ganz viele. Um euch mehr Informationen, weil für euch das Wissen ist Macht. Und umso mehr ihr wisst, umso besser ihr versteht, was sind die Funktionen von diesen verschiedenen Zutaten? Und kann ich die austauschen gegeneinander? Und was ist, also ich merke jetzt, wenn ich backe, ich habe das Gefühl, dass ich habe schon ein Skelett für bestimmte Rezepte, aber darüber hinaus, ich mache, was ich will. Also es gibt so ein ganz tolles Rezept, das weiß Nicole,
und Tanja auch für Burger Buns in Let's Bake. Mein Lieblings, eins meiner Lieblingsrezepte. Und jetzt mache ich das mittlerweile auch mit Sauerteig. Ich tausche einen Teil von der Milch heraus. Also dieses Austauschen von verschiedenen Zutaten, ich finde das super spannend. Man muss sich das manchmal einfach zutrauen. Sehr gut. Nee, Lea sagt nur, Lea ist ja die Tochter von Bettina, die auch schon ganz oft bei uns war. Oh, hi Lea, ich habe das Kleid gefunden. Genau. Ich glaube, ich befürchte, das Kleid ist ausverkauft. Auf jeden Fall hat Lea schreibt, dass die Mutter sie eingesteckt hat mit den Backkursen. Toll. Ja, also ich meine, ich bin auch wirklich offen für eure Vorschläge. Ich bin selber super flexibel. Ich kann machen, was für euch Spaß macht, was ihr entmystifiziert haben wollt. Und Simon, lass uns mal gucken. So sieht der aus jetzt nach 12 Minuten. Es wirkt sehr schön, es hat auch sehr schöne Streifen, aber ich werde auf jeden Fall diese Oberfläche schützen. Weil ich will nicht, dass es einfach zu dunkel wird. Und das müssen wir jetzt schon bedenken. Dann ist es kein Problem. Sehr gut. So, meine Lieben. Ich sage erstmal herzlichen Dank für eure Zeit, für eure Energie, für eure viele Fragen, die ich über alles liebe. Ich liebe die Fragen. Ich finde es ganz wichtig, dass ihr die stellt. Und ich wünsche euch einen sehr schönen, entspannten, produktiven, leckeren Sonntag. Tschüss. Ich mache jetzt zu. Ich will unbedingt eure Fotos auf Instagram sehen. Bitte postet die. Ich bin total gespannt, wie die Shortcuts ausgesehen hat, wie euer Backe geworden ist und wenn ihr Pancakes macht, wie die Pancakes geworden sind. Oder einfach mal einen leeren Teller mit Krümel drauf. Das geht auch. Meine Lieben, ich danke euch. Tschüss, ihr Lieben. Schönen Sonntag. Ciao.